Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur Veranstaltung Was kostet die Enteignung von Helle Panke, der Rosa-Luxemburg-Stiftungs-Ableger hier in Berlin. Herzlich willkommen im Hofkino am FNP1 und herzlich willkommen zu einer fachlichen Diskussion darüber, wie Entschädigungssummen im Falle einer Sozialisierung festgelegt werden können, wie die juristisch und ökonomisch begründet werden können. Wenn ich dieses Thema, was vielleicht ein bisschen trocken klingt, juristische und ökonomische Aspekte einer Entschädigungszahlung, so nenne, dann ist das eigentlich ein Riesenwunder. Und nämlich ein Wunder, was die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin ausgelöst hat, dass wir tatsächlich nicht nur so abstrakt darüber reden, dass Miete nicht zur Rendite da sein soll, sondern dass das Wohnen für uns ein Zuhause sein muss und sozusagen keine pure Geldanlage. Und es ist auch ein Wunder, dass wir inzwischen über die ganz konkreten Bedingungen sprechen müssen. Und über diese konkreten Bedingungen, wie eine Enteignung oder Sozialisierung nach Artikel 15 im Grundgesetz organisiert werden müssen, ist auch deshalb notwendig, weil, das wissen alle, diese Mobilisierung sehr erfolgreich war. Über 350.000 Unterschriften wurden gesammelt im Volksbegehren. Alle, die die Debatten in der Stadt hier in Berlin verfolgen, wissen, dass es tatsächlich Vorhersagen gibt, die sagen, es kann sein, dass so ein Volksentscheid tatsächlich erfolgreich für die Enteignung großer Immobilienkonzerne stimmt. Und weil ich habe mich gar nicht vorgestellt, ich bin André Holm und geleite Sie hier durch den Abend, weil ich ein großer Freund des sozialen Wohnens, der sozialen Wohnversorgung und der öffentlichen Verantwortung bei der Organisation dieses sozialen Wohnens bin, bin ich auch ein großer Anhänger davon, dass große Bestände der kommerziellen Unternehmen in die öffentliche Hand zurückkommen und freue mich deshalb, dass wir diese Debatte hier so intensiv führen müssen. Wer die Diskussion in den letzten anderthalb Jahren mitverfolgt hat, der weiß, dass ein Argument, also es gibt immer viele Argumente, die diskutiert werden, aber ein Argument bei der Frage, bist du für oder gegen die Enteignung, bist du für oder gegen die Sozialisierung von 240.000 Wohnungen großer Immobilienkonzerne, die Frage ist, was kostet es? Ja, wird damit nicht der Landeshaushalt völlig überlastet, können wir uns als das hochverschuldete Berlin überhaupt leisten? Und aus diesen Gründen wollen wir heute eine Diskussion führen, die tatsächlich ein bisschen Licht in dieses Dunkel bringt. Wir wissen, dass diese Netzverwaltung Stellungnahmen veröffentlichen hat, in denen die Entschädigungskosten für so eine Enteignung bei 38 Milliarden Euro angesetzt werden. Ich habe schon einige Gesichter und auch einige Sticker, die die Kenntlichkeit hier herstellen, der Initiative selbst gesehen. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen hat eine eigene Berechnung vorgelegt nach dem faire Mietenmodell und kommt auf Summen von ungefähr 8 bis 9 Milliarden Euro. Und wenn wir das vergleichen, dann wird relativ deutlich, da scheint ein großer Spielraum drin zu sein. Ja, und sind das jetzt einfach nur ideologische Positionen von denen, die die Enteignung nicht wollen und von denen, die sie sich ganz stark wünschen, oder gibt es irgendwelche Sachbezüge, die wir diskutieren, also die hinter den Zahlen stehen, das wollen wir heute diskutieren. Damit ich Sie nicht völlig langweile mit meiner monotonen Stimme, haben wir dazu Gäste eingeladen und ich begrüße ganz herzlich Carola Handwerk. Sie ist Mietrechtsanwältin hier aus Berlin und unterstützt Initiativen in Berlin nicht nur im Gerichtssaal, sondern seit ganz, ganz vielen Jahren mit ihrer Expertise zu vielen juristischen Fragen. Sie ist auch im AK Mietrecht im Republikanischen Anwälte- und Anwältinnenverein. Herzlich willkommen, Carola. Und mit dabei sitzt auch Professor Fabian Thiel von der Frankfurt University of Applied Science. Und Professor Fabian Thiel ist studierter Jurist und Geograf und für unsere Diskussion besonders wichtig, hält zurzeit die Professur für Immobilienbewertung an dieser Frankfurter Universität, ist also der Experte, wenn es darum geht, was kosten eigentlich Immobilien, und wir werden über diese juristischen und ökonomischen Aspekte gleich genauer sprechen. Der Ablauf der Veranstaltung ist in etwa so geplant, dass es jeweils eine Viertelstunde bis 20 Minuten einen Input zu den juristischen, ökonomischen Aspekten gibt, dass dann sozusagen unmittelbare Sachfragen zu den
Inputs gestellt werden können und dann wechseln wir die Rollen. Und am Ende hoffe ich, dass wir noch ein wenig Zeit haben, um übergreifende Diskussionen zu füllen, wo dann auch das Publikum noch stärker mit einbezogen wird. Da ist dann also der Raum, wo es nicht nur darum geht, Fragen zu stellen, sondern vielleicht auch weitergehende Gedanken zu äußern. Für den Moment freue ich mich, dass ich das Wort an Carola Handwerk weitergeben kann, die uns mit juristischen Aspekten der Sozialisierung, also über juristische Aspekte der Sozialisierung informieren wird und auch einen Einblick in die Rechtsgeschichte von Enteignung und Entschädigung geben wird. So war es jedenfalls geplant. Ja, danke schön, André. Genau, ich steige tatsächlich mit der Geschichte an, weil für mich selber war es auch wichtig, vieles zu verstehen, was mit Enteignung und Sozialisierung zu tun hat, indem ich mich von der Geschichte her dieser Frage nähere. Weil wenn man in die Kommentarliteratur zu Artikel 15 kommt, dann sieht man, ich will nicht sagen leere Seiten, aber nur ganz wenige Seiten. Der typische Studentenkommentar, den habe ich nochmal aufgeblättert, der hat ganze 2 Seiten. Woran liegt das sozusagen? Es gab noch keine Sozialisierung in der Bundesrepublik Deutschland, deshalb gibt es keine Rechtsprechung und deshalb haben sich auch die meisten Kommentatoren da nicht sehr ausführlich mit beschäftigt. Ich habe, weil ich auch auf die Weimarer Reichsverfassung eingehen will und auf einige Normen aus dem Grundgesetz und aus der Verfassung von Berlin, jetzt 20 Ausdrucke mit den Normen, über die ich reden will. Falls jemand Lust hat, gleichzeitig auch einen Blick ins Gesetz zu werfen, dann könnte man da reingucken. Genau, also Artikel 15 sagt, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung in Gemeineigentum oder eine andere Form der Gemeinwirtschaft überführt werden. Wie gesagt, bisher weder vom Bund noch von den Ländern praktiziert worden. Es gibt nur ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was sich ein bisschen indirekt mit Artikel 15 auseinandersetzt. Das ist aus dem Jahr 1961, da ging es um die Teilprivatisierung von Volkswagen. Also Volkswagen, sozusagen die Anteile wurden vom Bund und vom Land Niedersachsen gehalten und sollten privatisiert werden, an Privatpersonen überäußert worden. Und da hat jemand dagegen geklagt und hat gesagt, wir haben doch Artikel 15, wie könnt ihr denn so eine wichtige Schlüsselindustrie privatisieren sozusagen. Artikel 15 gibt doch vor, dass das eigentlich vergesellschaftet, also im gesellschaftlichen Eigentum sein soll. Und da hat das Verfassungsgericht so ein paar Flöcke eingeschlagen, hat gesagt, nein, Artikel 15 enthält keinen Auftrag zur Sozialisierung, sondern nur die Möglichkeit. Der Gesetzgeber kann davon Gebrauch machen, aber muss es nicht. Er entscheidet das selber und er kann trotzdem privatisieren. Artikel 15 verbietet das nicht. Das ist sozusagen mehr oder weniger das einzige Urteil, wo Artikel 15 mal erwähnt wird. Wenn man in die Geschichte von Sozialisierung, Vergesellschaftung reinguckt, dann kommt man nicht an der Weimarer Reichsverfassung vorbei, die sich in 2 Artikeln sehr viel ausführlicher, als das Grundgesetz macht, mit Enteignung und Vergesellschaftung beschäftigt hat und sogar in diesem Artikel 155 ausdrücklich auch die Vergesellschaftung für Wohnzwecke erwähnt, anders als das Grundgesetz, was es nicht erwähnt. So heißt es in Artikel 155, Grundbesitz, dessen Erwerb zur Befriedigung von Wohnungsbedürfnissen nötig ist, kann enteignet werden. Ich glaube, uns wäre viel geholfen, wenn das auch im Grundgesetz so übernommen worden wäre, dann wäre es eindeutiger und dann würde es einige juristische Streitereien nicht geben. Es ist dann auch in der kurzen Zeit der Weimarer Republik relativ selten angewandt worden, auf dem Gebiet des Wohnungsrechts gar nicht, sondern im Bereich des Kohlebergbaus und der Energieerzeugung. Und da ist auch nicht wirklich vergesellschaftet worden, sondern sind sogenannte Syndikate gebildet worden, wo sozusagen der Reichswirtschaftsminister war es, glaube ich, einfach Mitsprache hatte, was Preisbildung und Abbauquoten waren. Also es war auch nicht so eine Sozialisierung, wie wir sie uns jetzt mit Deutsche Wohnen und Co. vorstellen. Aber da gab es einzelne Gesetze sozusagen, die auf diese Artikel dann tatsächlich auch zurückgegriffen haben. Wie kam es jetzt zu diesen Artikeln 14 und 15 im Grundgesetz? Es ist ja ganz interessant zu gucken. Da gab es den Parlamentarischen Rat, der sozusagen über das Grundgesetz beraten hat und entschieden hat. Und da gab es auch unter dem Eindruck noch der Nazi-Diktatur natürlich verschiedene Strömungen. Und man wollte schon auch der Sozialdemokratie und der damals ja noch recht starken KPD auch etwas entgegenkommen. Und deshalb sozusagen die Aufgliederung von Enteignung in Artikel 14 und Sozialisierung in Artikel 15
das sollte so eine Balance halten und es sollte vor allem, und das finde ich auch wichtig, offen halten sozusagen, also es sollte nicht ein bestimmtes Wirtschaftssystem vorschreiben, sprich den Kapitalismus, sondern sollte das offen halten. Das Grundgesetz sollte ganz theoretisch auch die Möglichkeit geben, sozusagen nicht allein sozusagen den Kapitalismus zu rechtfertigen, sondern auch weitergehend. Nicht zu vergessen, das war vor der Verabschiedung des Grundesberger Programms von der SPD, also die SPD war damals ja noch deutlich linker, würde ich jetzt sagen, und vor allem eben noch sehr auf Sozialisierung auch aus. Artikel 15 ansonsten sozusagen ist ins Grundgesetz gekommen, so wie der Text es jetzt hergibt. Es flammte immer mal wieder eine Diskussion auf. In den 70er Jahren gab es eine Forderung der Jusos nach Vergesellschaftung von Banken. Anlässlich von Verstaatlichung in Frankreich hat man Anfang der 80er Jahre auch immer mal wieder darüber nachgedacht, ob man von Artikel 15 nicht Gebrauch machen sollte. Und auch 2008 im Rahmen der Bankenkrise hat das auch immer mal wieder in Diskussionen eine Rolle gespielt, aber nie so ernsthaft, dass tatsächlich auch überlegt worden wäre, davon Gebrauch zu machen. So, was ganz kurz noch, was unterscheidet Artikel 14 und 15, damit man das so ein bisschen einordnen kann. Artikel 14 garantiert das Eigentum, lässt aber Eingriffe zu. Das nennen wir sogenannte Inhalts- und Schrankenbestimmung. Im Prinzip ist das ganze Mietrecht eine einzige Inhalts- und Schrankenbestimmung, weil es ja in das Eigentum eingreift, des Vermieters. Der darf damit nicht machen, was er will, sondern ist gewissen Beschränkungen unterlegen. Die muss der Vermieter auch entschädigungslos hinnehmen. Dann sozusagen die zweite Stufe ist die Enteignung. Das ist wahrscheinlich am bekanntesten für den Autobahnbau, wird andauernd irgendwie was enteignet. Und dann eben, und da fängt dann auch schon die juristische Diskussion an, Artikel 15, was ist das? Ist das ein Unterfall der Enteignung oder ist das was Eigenes? Und da sagt die überwiegende Meinung, das ist was Eigenes. Vergesellschaftung ist nicht ein Unterfall der Enteignung, sondern es ist eben Sozialisierung, Vergesellschaftung und ist ja auch im Grundgesetz mit unterschiedlichen Voraussetzungen geregelt. Genau, jetzt überlege ich, ob ich schon zur Entschädigung übergehe. Ich könnte jetzt noch ganz viel über die Streitpunkte in Artikel 15 sagen, weil ich das auch so super spannend finde. Was ist der Unterschied von Enteignung, Vergesellschaftung? Also Enteignung, dann nimmt mal jemand was weg. Bei Vergesellschaftung sozusagen steht eben das Gemeingut im Vordergrund. Es muss nicht, wie man eben auch in der Weimarer Republik beim Kohlebergbau sieht, es muss nicht zwingend enteignet werden, das Eigentum weggenommen werden. Man könnte auch darüber überlegen, sozusagen eine eigene Wirtschaftsverfassung drüber zu legen, die einfach die Gemeinnützigkeit sicher sein. Gemeinnützigkeit, das Pendant dazu wäre die Privatnützigkeit sozusagen. Privatnützigkeit, ich will Gewinne erzielen. Gemeinnützigkeit schließt die Erzielung von Gewinnen aus. Also das muss dann auch, das ist dann auch nochmal die Frage, wie man das macht und in welchen juristischen Gesellschaftsformen, da ist ja die AR im Spiel und so, man das dann tatsächlich macht. Ja, Vergesellschaftung, ich sage mal ein paar Stichpunkte, falls es dazu noch Fragen gibt, muss mit einem formellen Gesetz geschehen. Es ist etwas streitig sozusagen, darf das Land das? Wir sind ja ein bisschen gebrannte Kinder mit dem Mietendeckel. Da kam auch beim Unterschriftensammeln ja immer wieder die Frage, ob nicht das so schief läuft wie der Mietendeckel und das Land gar keine Kompetenz hat. Es fällt in die konkurrierende Gesetzgebung, ist also in Artikel 74 unter Nummer 15 auch aufgeführt. Konkurrierende Gesetzgebung heißt, wenn der Bund nicht Gebrauch gemacht hat, dann darf das Land, jetzt habe ich ja eingangs schon gesagt, es gibt nichts zu Artikel 15, auch kein Bundesgesetz und kein einzigen Fall, also liegt es sehr nahe, ist jetzt etwas vereinfacht dargestellt, dass das Land das auch darf. Manchmal wird ja auch dem Schweigen des Bundes irgendwas zugeordnet, aber das findet die Kommentarliteratur überwiegend Quatsch. Man könnte jetzt noch was sagen zum Verhältnis der Berliner Verfassung zur Enteignung, weil die Berliner Verfassung zwar einen Enteignungsartikel hat, Artikel 23, aber kein Vergesellschaftungsartikel. Was bedeutet das? Da gab ja auch ein bisschen Unruhe während des Unterschriftensammelns, weil ein Fachartikel oder ein Gutachten, was glaube ich erschienen war, was gesagt hat, ja das geht ja gar nicht. Die Berliner Verfassung erlaubt es nicht. Aber da sagt die überwiegende Meinung, die Landesverfassung kann zwar weitergehende Grundrechte gewähren, aber kann keine Grundrechte ausschließen, die das Grundgesetz sagt. Und dadurch, dass die Enteignung
genannt wird, aber nicht die Vergesellschaftung. Die Vergesellschaftung aber was anderes als die Enteignung, nämlich diese Gemeinwohlüberführung, wollte die Berliner Verfassung gar nicht, dass es sozusagen einen weiteren Schutz vor Enteignung gibt. Das kann man auch in der Historie sehen, weil Berlin hatte 1947 schon ein Sozialisierungsgesetz und deshalb ist bei der Diskussion der Berliner Verfassung auch darauf verzichtet worden, die Vergesellschaftung mit reinzunehmen. Dieses Sozialisierungsgesetz ist tatsächlich nie in Kraft getreten, weil es ja unter dem alliierten Vorbehalt stand und die hatten dem nicht zugestimmt. Aber wenn man die Zeitabfolge sieht, sozusagen 47 und dann Berliner Verfassung danach und die endgültige Ablehnung durch die Alliierten lag nochmal danach, dann sieht man, dass es tatsächlich keinen Ausschluss von Vergesellschaftung geben sollte. Jetzt komme ich zur Entschädigung, damit ich meine Zeit nicht so überziehe. Artikel 15 sagt ja sozusagen, verweist für die Entschädigung auf Artikel 14 Absatz 3, der sagt, Enteignungen dürfen nur sozusagen mit einer Entschädigung, also es muss eine Entschädigung festgelegt werden in dem Gesetz und da gibt es natürlich die Diskussion, wie hoch muss die sein. Da wir einen Verweis auf Artikel 14 haben, können wir natürlich gucken, was gibt es für Urteile zu Artikel 14 Absatz 3. Die gibt es ja, wie gesagt, ist ja viel enteignet worden. Und da fällt immer wieder der Satz auf, sozusagen, die Entschädigung muss nicht dem Verkehrswert entsprechen. Die darf unter dem Verkehrswert liegen, sozusagen. Das ist natürlich ganz wichtig, weil darauf beruhen natürlich auch die unterschiedlichen Schätzungen. Wie weit kann es jetzt unter dem Verkehrswert liegen, sozusagen? Da haben wir wenig Anhaltspunkte in der Rechtsprechung, aber wir haben so schlaue Sätze wie, das kommt vor allem darauf an, ob dieses Eigentum, also ich sage jetzt wieder Enteignung, weil es diese Rechtsprechung zu Artikel 14 gibt, durch eigene Leistung des Eigentümers sozusagen geschaffen wurde oder ob es ihm quasi zugefallen ist und er nichts gemacht hat, also diese Wertsteigerung von Eigentum gar nicht durch seine Leistung geschehen ist. Das wird vor allem auch sozusagen ist interessant zu diskutieren, weil wir wissen ja, für welchen Preis die Deutsche Wohnen damals sozusagen die GSW gekauft hat und wir wissen auch, dass nicht viel investiert wurde in Wohnungen, also insbesondere in die Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus, die sie auch gekauft haben. Und da wird natürlich dann die Frage interessant, sozusagen, wie groß darf der Abschlag sein, wenn diese Wertsteigerung, die es ja in Berlin in den letzten 20 Jahren gegeben hat, die ist ja unglaublich, also was heißt Wertsteigerung, die Preissteigerung, wie weit muss die denn tatsächlich damit angerechnet werden? Und da wird man natürlich in den Abwägungsprozess mit einbeziehen müssen, dass das ja tatsächlich quasi in den gefallen ist und nicht viel auf eigener Leistung ist. Also man müsste, wenn man dieses Gesetz macht und die Entschädigung festlegt, tatsächlich diese Abwägung vornehmen und in die Abwägung muss auf Seiten der Betroffenen, wird das genannt, einfließen, was haben sie tatsächlich investiert in ihren Wohnbestand. Und dann hat man natürlich bestimmte Summen, die man beachten muss und kann eben auf der anderen Seite, und was basiert alleine darauf, dass erstens Berlin attraktiver geworden ist, damit haben die zu enteignenden Unternehmen ja nicht viel zu tun und dass es eben durch die Verknappung auch einfach so eine enorme Preissteigerung gegeben hat. Deshalb denke ich, wird ein hoher Abschlag vom Verkehrswert tatsächlich zulässig sein, wenn man diese Zahlen sich anguckt und eben dann zu dem Schluss kommt, dass da nicht sehr viel eigene Leistung mit drin steckt. Deshalb spricht sehr viel für dieses Ertragswertverfahren. Ich nehme an, da werden Sie noch ganz viel dazu sagen. Also sprich, dass man guckt, welche Erträge bringen denn die Immobilien. Und in diesem Rahmen wird diskutiert, welche Mieten fließen denn da tatsächlich ein. Sind das die Mieten, die Akelius nimmt von 20 Euro pro Quadratmeter, wenn sie Wohnungen so ein bisschen scheinsanieren und dann wieder vermieten? Nein, es dürfen natürlich nur rechtmäßige Mieten sein, die da einfließen. Also Mieten, die die ortsübliche Vergleichsmiete abbilden, nur die dürfen dann sozusagen in die Berechnung der Entschädigung mit einfließen. Ich glaube, das sind so ein paar Eckpfeiler, die gesteckt sind und so wie auch Dienstag auf der Veranstaltung gesagt wurde, es muss eine sehr ausführliche, sehr transparente und nachvollziehbare Abwägung erfolgen und dann hat und auch gute Chancen, dass das Ergebnis dann auch von den Gerichten, die sicherlich hier angerufen werden, akzeptiert wird. Vielleicht soweit erstmal. Ja, vielen, vielen Dank, Carola, für diese Einblicke in die Rechtsgeschichte zu Enteignung und Entschädigung und die verschiedenen Aspekte, die bei Entschädigungszahlung zu beachten sind. Ich habe mal zwei Fragen noch vorbereitet, die in den eher öffentlichen, politischen, medialen Diskussionen immer wieder aufgetaucht sind. Du hast einen Aspekt davon vorhin auch schon ganz kurz
angesprochen. Im Artikel 15 heißt es ja, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel, die sollen zum Zwecke der Vergesellschaftung überführt werden. Und da waren ja die ganz Schlauen, die gesagt haben, da steht ja Wohnung gar nicht drin. Und trotzdem gibt es ja offensichtlich eine überwiegende Interpretation unter denen, die sich mit juristischen Fragen auskennen, die sagen, die Wohnung gehört ganz klar dazu. Kannst du uns das erklären? Ja, das ist tatsächlich eine super spannende Geschichte und wahrscheinlich auch nochmal einen eigenen Vortrag wert. Also tatsächlich wird diskutiert, ob man die Wohnung unter dem Begriff Produktionsmittel oder unter dem Begriff Grund und Boden, da staunt man erst so ein bisschen drüber. Der Begriff Produktionsmittel ist interpretierbar. Fand ich auch sehr spannend, dass da auch die Kommentarliteratur und auch das eine Gutachten, was der Senat eingeholt hat, tatsächlich sagt, weil es diesen Artikel 15 im Prinzip gibt, weil die Sozialdemokratie auch immer mit Blick weiter nach links sozusagen so sehr dafür gekämpft hat, müssen wir es auch nach den Maßstäben der Sozialdemokratie interpretieren. Und dann wird aufs Erfurter Programm von 1892 sozusagen Rückgriff genommen, wo eben Produktionsmittel doch sehr an Schaffung von Werten sozusagen, und dann würde die Wohnungswirtschaft nicht runterfallen, weil da wird ja nichts produziert sozusagen. Da entsteht ja nicht am Ende eines sozusagen Ablaufs ein fertiges Produkt. Aber das Bundesverfassungsgericht hat ja gezeigt zum Eigentumsbegriff, dass es den auch nicht nur gegenständlich sieht, sondern Eigentum sind auch Urheberrechte, Eigentum sind auch Ansprüche, die man noch hat, die man schützen lassen kann, und insbesondere ganz wichtig immer für uns im Mietrecht, auch das Mietrecht, das Besitzrecht des Mieters und der MieterInnen hat Eigentumscharakter, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Das kommt immer ein bisschen wenig zur Geltung, vor allem an die Eigenbedarfskündigung, aber immerhin gibt es diesen schönen Satz in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, also der Eigentumsbegriff wird sehr weit gefasst. Und deshalb muss man auch den Begriff der Produktionsmittel, weil sich das ja eben gewandelt hat seit 1892, auch sehr weit fassen. Also es ist mittlerweile, glaube ich, schon vorherrschende Meinung, dass zum Beispiel, so wie es 2008 diskutiert wurde, auch die Banken, auch die Finanzwirtschaft drunter fällt und deshalb auch die Wohnungswirtschaft, also dass auch Dienstleistung drunter fällt. Deshalb könnte man auch die Unternehmen enteignen und hätte dann sozusagen, könnte auf den Begriff der Produktionsmittel zurückgreifen. Man kann sich es aber auch viel einfacher machen und sagen, die Wohnungen, das sind ja auch Grund und Boden, das sind ja die Grundstücke, auf denen die Häuser stehen. Das ist, glaube ich, nicht diskutierbar, dass das Grund und Boden ist. Und wenn man sozusagen den Grund und Boden der Unternehmen enteignet, die über 3000 Wohnungen haben, dann muss man sich, glaube ich, nicht in die Diskussion und auch in die Unwägbarkeiten bei dieser Diskussion gehört, das eher unter dem Begriff Produktionsmittel oder Grund und Boden, glaube ich, da muss man sich nicht einlassen. Dann sollte man doch sagen, dass man die Grundstücke, auf denen die Häuser stehen, enteignet. Gut, vielen Dank. Meine zweite Frage, die dreht sich um dieses Abwägungsgebot, von dem du gesprochen hast. Ja, das zwischen den Interessen der Allgemeinheit und den Interessen der Beteiligten, heißen die? Beteiligte, glaube ich, oder? Oder Betroffene, also jedenfalls von denen, die nicht zur Allgemeinheit gehören. Und wenn in diesen polarisierten Diskussionen darüber gesprochen wird, dann gibt es einige Gegnerinnen der Sozialisierung, die dann sagen, ja, diese Abwägung kann ja aber auch bedeuten, dass der Preis über den Verkehrswerten liegt. Also wenn die öffentliche Hand ein so großes Interesse daran hat, irgendwas zu enteignen, um da Grundstück, Kohleabbau, Flughäfen zu bauen, dann kann es ja sein, dass das sogar höher ist als das, was an Verkehrswert bestimmt wird. Ist dir diese Diskussion schon begegnet und wie würdest du diesem Argument entgegnen, also weil es ja auch gar nicht um eine Enteignung, sondern um eine Sozialisierung geht. Also tatsächlich ist mir das noch nicht begegnet. Also wenn man die Gutachten, die von der Senatsverwaltung in Auftrag gegeben wird, liest, wird eigentlich immer nur, wird klar gesehen, dass es unter dem Verkehrswert sein muss. Also da vertritt keiner die Meinung, dass es auch in Betracht wird über dem Verkehrswert. Ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass die Immobilienwirtschaft der Meinung ist, dass es mehr sein muss, überhaupt gar keine Frage. Aber ich glaube, ernstzunehmende Menschen, Juristinnen sagen das nicht. Auch andere Gutachten, die jetzt zum Beispiel die Bundestagsfraktion der Linken in Auftrag gegeben wird, gehen einhellig davon aus, dass es unter dem Verkehrswert sein kann. Und ich glaube tatsächlich,
dass dieses, wie viel davon von diesem Wert beruht auf eigener Leistung und wie viel beruht einfach daran, dass die Leute gerne in einer Großstadt wohnen, hier zuziehen, Wohnung knapp wird und deshalb die Preise immer weiter steigen ins Utopische, dass davon wird sehr viel abhängen. Und da wird man sicherlich ganz viele statistische Werte in Betracht ziehen müssen. Und da geistert natürlich, also bei mir auch immer die Zahl, dass die GSW damals so im Schnitt für 30.000 Euro pro Wohnung verkauft wurde und diese Wohnung jetzt ungefähr wahrscheinlich das Zehnfache an Verkehrswert haben rum. Und was hat die zum Beispiel die Deutsche Wohnen dafür gemacht? Ich berate bei Kotti und Co. und die machen nichts. Jeden Herbst fällt die Heizung aus. Da müsste dringend eine neue Heizanlage gemacht werden. Natürlich im Prenzlauer Berg sanieren sie auch Wohnungsbestände. Das wird man nicht so verallgemeinern können, aber das muss damit einfließen. Aber da wird ganz bestimmt eine Summe unterm Verkehrswert rauskommen. Wenn ich da nachhaken darf, würde es sozusagen irgendeinen Maßstab für dich geben, wie das Interesse der Allgemeinheit, also bei der Entschädigung, gefunden werden kann? Da würde ich jetzt ganz frech sagen, das tendiert gegen null, oder? Also ich meine, die Allgemeinheit will einfach Bezahlraum, Wohnraum haben. Also das ist so. Also wo ist das Interesse der Allgemeinheit, natürlich so wenig wie möglich zu bezahlen? Das lässt sich ja ganz eindeutig beantworten. Oder habe ich dich falsch verstanden? Nee, ich bin auch ein Freund von eindeutigen Antworten, aber manchmal müssen sie ja trotzdem ausgesprochen werden. Ich würde jetzt die Gelegenheit noch nutzen, also auch mit Blick auf die Uhr, wenn es vielleicht so ein oder zwei Nachfragen zu diesen juristischen Aspekten gibt, dann könnten die jetzt genannt werden. Wir könnten das so machen, falls ihr keine Scheu vor der Kamera habt, dass ihr hier nach vorne kommt, in das Mikro sprecht oder ihr sprecht ganz laut und ich übersetze dann für die Kamera, was ich verstanden habe. Aber zunächst die Frage, gibt es juristische Fragestellungen, die euch interessieren oder ja? Moin, mich würde einfach kurz interessieren, wieso das so unterteilt wird in Allgemeinheit und Beteiligten, weil die Beteiligten gehören ja auch zur Allgemeinheit dazu. Oder ob das irgendwelche Auswirkungen hat, dass die Beteiligten ja auch zur Allgemeinheit dazugehören, was dann die Entschädigung angeht. Ja, also ich habe ja gerade auch versucht zu korrigieren und Betroffene gesagt, aber tatsächlich sehe ich gerade an meinem Zitat zur Hamburger Deichordnung, dass da Beteiligte steht. Aber es geht tatsächlich die Interessen sozusagen, ich sage jetzt mal trotzdem der Betroffenen, das sind ja auf der einen Seite die abgeben müssen, Deutsche Wohnen, Akelius, ADO, wie sie alle heißen, und auf der anderen Seite der Allgemeinheit sozusagen, ein Zweck der Vergesellschaftung sind ja die Interessen der Allgemeinheit hier am bezahlbaren Wohnraum. Also da steht schon auf der einen Seite der Waagschale Deutsche Wohnen und Co. und auf der anderen Seite der Allgemeinheit. Und für mich sind beide Beteiligte an diesem Vergesellschaftungsverfahren, deshalb war ich gerade stutzig über den Begriff Beteiligte, weil die einen sind betroffen, denen wird weggenommen und die anderen sozusagen zu deren Gunsten wird vergesellschaftet. Das sind die Interessen, die man gegeneinander abwägen muss. Gut, weitere Fragen? Ja. Die Frage war, ich wiederhole es nicht für dich, sondern für die Kamera, ob es bei der Abwägung der Entschädigungshöhen eine Rolle spielt, dass Deutsche Wohnen und Vonovia auch an der Börse notiert sind. Naja, ich glaube, vielleicht geben wir die Frage nachher auch nochmal weiter, weil dazu bin ich, glaube ich, zu sehr wenig oder mein BWL-Wissen tendiert gegen null. Es spielt, wie ich gesagt habe, eine Rolle sozusagen, wie viel wurde tatsächlich investiert. Also die Summe, die in Wohnungen investiert worden ist und die dann eine Wertsteigerung erzeugen, die spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber wenn sozusagen die Aktien von Wohnungsunternehmen einfach deshalb steigen, weil es so knapp ist, weil so viele Menschen Wohnungen suchen, weil die Nachfrage nach Wohnungen so groß ist, dann dürfte das eher keine Rolle spielen. Gut, dann gibt doch noch eine Frage. Danke. Mich würde interessieren, inwieweit bei den Diskussionen um den Enteignungswert, um den Entschädigungswert, diese verschiedenen Varianten von Wert, diese verschiedenartigen Begriffe von Wert diskutiert werden. Es ist ja der Anschaffungswert der Immobilien, der muss zumindest gezahlt werden, denn den Verkäufern oder den
Inhabern, Besitzern darf ja kein Schaden entstehen. Das ist ja deren Eigentum. Sie müssen zumindest in Höhe des Anschaffungswertes plus der Investitionen entschädigt werden. Das ist das Minimum. Das sind deren eigene Kosten, dann gehen die mit plus minus null raus. Was wir aber jetzt haben, ist der Verkehrswert. Das ist ein hohem Maße spekulativer Wert. Der spekuliert nämlich auf den Ertrag in den nächsten 20 Jahren bei weiter steigenden Mieten. Und diese Spekulationsvorstellung, glaube ich, die muss bei den Verhandlungen völlig rausgenommen werden. Denn wenn nächstes Jahr die Immobilienblase platzt, dann steht Berlin auf einem riesen Berg Schulden und hat keine Erträge mehr. Und dann kommt natürlich noch der Wohnwert. Das ist das, was die wirklich die Mieter erleben in der Wohnung. Ja? Und dann gibt es noch so einige andere Kategorien. Aber ich denke, das Wichtigste ist, und das, glaube ich, muss man klar rausarbeiten in der Diskussion, wo ist der Spekulationspreis? Wo ist die Überhöhung durch die Spekulation? Und wenn der Senat, wenn die SPD solche Preise von 36 Millionen, Milliarden diskutiert, Entschuldigung, ja, Milliarden, wovon träumen diese Leute? Ja, das ist Spekulation. Und da wollen die mitzocken. Ich kann es nicht. Gut, versuchen das, genau, also müssen das gar nicht versuchen, als Frage aufzufassen. Vielen Dank für das Statement. Wir werden, glaube ich, nachher auch noch Gelegenheiten finden, Argumente noch weiter auszutauschen. Und vielleicht ist das von dir angesprochene sozusagen Wirrwarr in den öffentlichen Diskussionen, um welche Werte geht es hier? Sind es Ertragswerte, Verkehrswerte, Wohnwerte? Sind es Eigenleistungswerte oder wie auch immer das bezeichnet werden kann, um so einen kleinen thematischen Wechsel einzubringen und Herrn Professor Fabian Thiel ins Gespräch zu holen. Ich hatte ihn zum Anfang schon kurz vorgestellt. Professor Thiel kommt aus oder ist zurzeit in Frankfurt, ist da Professor für Immobilienbewertung und das klingt zumindest von der Nomination dieser Aufgabe, die Sie da an der Universität haben, so als würden Sie sich mit diesen verschiedenen Wertmaßstäben regelmäßig beschäftigen und hoffen deshalb, dass wir mit dem Input von Professor Thiel, der auch gerade eine neue Studie in Veröffentlichung hat, Art und Ausmaß der Entschädigung bei der Rekommunalisierung von Wohnungsbeständen unbebauter Grundstücke und unbebauter Grundstücke im Land Berlin, also sozusagen mehr Expertise zu den Wertfragen geht eigentlich nicht und deshalb freue ich mich, dass Sie hier sind und bin gespannt, was aus einer Perspektive der Immobilienbewertung zu möglichen Entschädigungshöhen gesagt werden kann. Ja, zu früh. Ja, vielen Dank, Herr Holm. Danke Ihnen für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin jetzt seit 2011, also in Frankfurt an der University of Applied Sciences, wie es jetzt heißt, die ehemalige Fachhochschule mit 18 SBS Lehre, war vorher in Kambodscha, war bei der Stadt Neudenken, das war meine Eintrittstor nach Berlin. Ich wusste nichts über Berlin vorher, von Liegenschaftspolitik, ich hatte es schon mal gehört, aber war vorher bin vom Mekong an den Main nach Frankfurt gezogen und mache also jetzt seit 2018 Grundstückswertermittlung, wie es geodätisch ganz korrekt heißt. Das Thema Immobilienbewertung, die Stelle, den Namen gefällt mir nicht, weil es geht geodätisch um Grundstückswertermittlung. Wir bewerten Grundstücke. Damit sind wir auch schon beim Thema. Also ich mache Grundstückswertermittlung im 5. Semester für geodätische Studierende, auch für Stadtplanung und für internationale Studierende in unserem Masterkurs. Und ich habe jetzt hier mitgebracht einen neuen Beitrag in der ZFBR, Zeitschrift für Baurecht. Da habe ich einen Beitrag, also die, was Sie erwähnten, der ist jetzt erschienen. Der nächste erscheint in einer einer Verwaltungszeitschrift für die neuen Bundesländer. Wie heißt das jetzt? LKV. Kam gestern die Druckfahne. Ich dachte, Sie nehmen es nicht, den Beitrag. Ich habe nämlich den Gesetzentwurf, den Sie alle studiert haben zur Vorbereitung auf diesen Abend, den Entwurf des Gesetzes der Initiative, insbesondere in Entschädigungsfragen, kommentiert. Sie haben es tatsächlich genommen. Der Schriftleiter ist ein guter Mann, Rechtsanwalt von Dombart aus Potsdam. Und da geht es um die Entschädigungsfragen. Also was machen wir in der Bewertung? Wir sagen immer, ich mache immer in der ersten Stunde der Studierenden, in der Grundstückswertermittlung sagen wir immer, 3 mal 3 ist was zwischen 9 und 12.
Das können Sie wirklich so sagen. Nicht weniger als 9 im Normalfall, dann müsste man die Lizenz zurückgeben, die Bewertungslizenz. Also wir haben, wie Sie sagen, einen unheimlich hohen Spielraum. Verwechseln Sie niemals Wert und Preis. Der BGA hat selber gesagt, der Wert einer Sache muss nicht Ihrem Preis entsprechen. Und umgekehrt. Da stellen Sie fest, wenn Sie bei eBay Kleinanzeigen nach einem Porsche 911, 996 suchen, 20 Jahre alt, 180.000 Kilometer, 36.000 Euro. Wie kann das sein? Oder das Auto des ehemaligen Papstes Franziskus, nein, hieß der so, der aus Altötting, der diesen VW Golf 2 gefahren hat, Baujahr 1983, Verkehrswert, würde man sagen, 10 Euro, 100 Euro, hat jemand gekauft für 6.000 Euro. Verstehen Sie, das ist eine ganz fundamentale, was ich Ihnen gerne mitgeben würde, Wert und Preis, niemals durch, muss man gedanklich wirklich trennen. Das ist sozusagen meine Message Nummer 1. Wir machen also immer Grundstückswertermittlung und es gibt ein, in Deutschland ist sie normiert, die Bewertung, ob uns das gefällt oder nicht. Wir haben nur 3 Verfahren zur Grundstücksbewertung und dann haben wir eine wunderbare Legaldefinition, was der Verkehrswert sein soll. Das steht in § 194 Baugesetzbuch. Leider, das was ich eben sagte, der 194 hat sich nicht dran gehalten, der sagt nämlich, das ist der Preis, der in dem Zustand, wo ich ein Grundstück betrete, das nennt man Wertermittlungsstichtag, ja, unter Berücksichtigung der rechtlichen Gegebenheiten, unter Ausschaltung persönlicher Verbindungen, also wenn Sie lange Ihre Oma gepflegt haben und die Oma sagt, ich gebe Ihnen die Eigentumswohnung dir für 100.000 Euro, Sie wissen aber durch Einsichtnahme in den Immobilienmarktbericht, den örtlichen, die Wohnung wäre 250.000 Euro wert, dann sortieren wir das in der Bewertung heraus. Das dürfen wir nicht berücksichtigen. Die sogenannten besonderen Gegebenheiten. Und dann kommt am Ende ein schönes Wort im 194 BauGB, das Wörtchen wäre, zu erzielen wäre. Alles, was Sie in der Bewertung machen, ist Fiktion. Und ich kann mir aussuchen als Bewerter, welches Verfahren ich nehme. Ich bin aber relativ reglementiert im normalen Gang, sagen wir mal. Deswegen müsste man eigentlich, das war meine These, strikt unterscheiden zwischen Enteignungsentschädigung und Vergesellschaftungskompensation. Das Wort Enteignung dürfen Sie nie mehr verwenden, so wie bei Harry Potter, ja, den Sie nie mehr aussprechen dürfen, den Namen, im Zusammenhang mit Artikel 15. Das war, also wie gesagt, ich verstehe die Namensgebung, das war eine gute Idee, aber jetzt haben wir den Salat. Wir brauchen also einen neuen Wert. Und es wird ja vermutlich zum Verfahren kommen. Die Frage ist, ob sich das Bundesverfassungsgericht dem anschließt. Geulen sagt, wir brauchen einen Sozialisierungsentschädigungswert. Natürlich steht da, Artikel 14 gilt entsprechend, aber dieses entsprechend muss nach meiner Meinung ganz anders ausgefüllt werden. Wir kommen erstmal nicht drum rum, uns an diesen nur drei Wertermittlungsverfahren, wir haben 3 zur Bestimmung des Verkehrswerts. Kleine Fußnote, wenn wir Aktienanteile bewerten, dann hilft natürlich nicht der 194, weil da geht es nicht um Grundstücke. Da bräuchte ich dann, es gibt eigentlich 4 Bewertungsverfahren in Deutschland. Wir haben das Bewertungsgesetz vom Finanzamt, die Beleihungswertverordnung der Banken, dann haben die Wirtschaftsprüfer auch noch ihre eigene Bewertung und das BauGB mit der ImmoWertV. Wir haben also eigentlich 4 Verkehrswerte, kann man sagen. Und die haben ganz eigene Standards, also Boston Consulting Group und McKinsey, die rechnen mit ganz anderen Modellen. Ich habe Studierende, die da arbeiten, ich verstehe nur noch die Hälfte. Wenn ich die treffe, oh, wie geht es Ihnen so? Ja, dann sagen die was von Discounted Cashflow. Das ist die eierlegende Wollmilchsau, aus der Unternehmensbewertung kommt das. Das ist in der Tat, man spekuliert, man schaut sich die nächsten 20 Jahre und ich sage, muss das sein, Discounted Cashflow? Ja, das ist doch Alchemie. Oder vergleichbar mit den Prophezeiungen von Nostradamus aus dem 16. Jahrhundert. Wir haben ein untergeordnetes Verfahren, das ist das Ertragswertverfahren, in der Tat. Das Ertragswertverfahren, also wo Sie sagen, es ist der Verkehrswert ist Spekulation, nein, würde ich nicht so sehen. Es ist der Wert, der sich ergeben würde, tatsächlich, natürlich, ne, in dem Moment, in dem ich auf das Grundstück raufgehe, der Wertermittlungsstichtag. Ich darf nie, vorne vor dem Gebäude steht, der Spruch, der Poet darf sich niemals an der Zukunft, also der Vergangenheit orientieren, sondern immer in die Zukunft schauen. Das gilt nicht für die Bewertung. Ich schaue auch schon in die Vergangenheit und schaue mir an, schon, wie haben sich die Mieten entwickelt, die Liegenschaftszinssätze, darf aber nicht in die Vergangenheit. Ich gehe nicht nach hinten und gehe nicht nach vorne. Ich bewerte ein Grundstück heute, zum Beispiel am 26. September 2021. Wenn Sie es morgen bewerten, sind schon ganz andere Marktgegebenheiten. Das wird ein Problem sein, wie Sie die Werte am 26.09. einfrieren wollen. So steht es im Gesetzesentwurf.
dass diese Werte der Entschädigung zugrunde gelegt werden sollen. Darüber müssen wir gleich nochmal sprechen. Zweite, leistungslose Gewinne. Ich habe auch früher darüber geschrieben, merke aber jetzt in der Immobilienbewertung, dass das verdammt schwer ist, den sogenannten leistungslosen Wertanteil eines Eigentümers zu bestimmen. Das ist fast unmöglich. Das ist meine These. Es wird als ungerecht empfunden. Ja? Die öffentliche Hand stellt Infrastruktur zur Verfügung, eine Stadt ist hip, Leute ziehen zu, ein Eigentümer muss nur warten. Ich sehe es ja in Frankfurt am Main. Ich bin da leidenschaftlicher Mieter. Ich sehe es aber an anderen Kollegen, die auch mieten. Also rücksichtsloses Vorgehen, kann man sagen, ist alles leistungslos. Aber wie kann man diesen leistungslosen Wertanteil isolieren von dem verdienten Wertzuwachs? Das ist wirklich schwierig. Also drei Verfahren kurz. Es gibt das Sachwertverfahren. Wenn Sie so ein Gebäude, ja, sagen wir ein Operngebäude, ein Einfamilienhaus, sagen wir mal. Ich habe jetzt letzte Woche, ich mache auch Bewertungsgutachten, ein Einfamilienhaus bewerte. Dann nehme ich das Sachwertverfahren. Im Sachwertverfahren schauen Sie sich die Gebäudesubstanz des Hauses an. Sie gehen in den Keller, schauen, ist da Feuchtigkeit? Wie sieht es aus mit den Fenstern? Habe ich Schimmel? Was sind die Außenanlagen? Und dann mache ich 10% Zuschlag, wenn der Garten sehr schön ist, wenn da also drei wertvolle Eichen stehen oder ein Koi-Teich mit japanischen Fischen, dann mache ich einen Zuschlag um 10-15%. Normalerweise wird der Garten bei dem Bodenwertanteil mitberechnet. Das ist das Sachwertverfahren bei Gebäuden, bei denen nicht der Ertrag im Vordergrund steht. Dann können Sie das Vergleichswertverfahren nehmen. Und mir scheint so, die Kostenschätzung des Senats beruht sehr auf dem Vergleichswertverfahren. Ja, man sagt, hier 30.000 für Wohnung, da habe ich 10 gleichartige Gebäude mit so und so viel Wohnungen, die sind ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, dann mache ich so eine Regressions, das kann man alles wunderbar, wunderschön machen und habe dann 36 Milliarden. Das ist so ein bisschen ein kombiniertes Ertragswert-Vergleichswert-Verfahren. Das ist in der Tat das spekulativste Verfahren, das Vergleichswertverfahren. Das nehmen wir für die Bodenbewertung, nur für den Boden. Ja, da haben Sie in Berlin eine schöne Bodenrichtwertkarte und wenn Sie ein Grundstück kaufen wollen in Marzahn, können Sie hineingehen in die Gemarkung, in die Straßennamen sogar und können dann sehen, aha, 300 € pro Quadratmeter Bodenrichtwert. Bei einer Geschossflächenzahl, GFZ, das ist unsere Basisgröße. Und wenn Sie ein mehrgeschossiges Haus bauen, wenn die GFZ erhöht wird, schauen Sie in den Umrechnungskoeffizienten und dann steigt der Bodenwert. Das ist aber reine Mathematik. Ist nicht ohne, aber das ist das Vergleichswertverfahren. Ich sage immer Studierenden, bitte keine Eigentumswohnung im Vergleichswertverfahren bewerten, weil das sagt der Gesetzestext auch in der Immowert V. Ja, also wenn Sie noch einen Arbeitsplatz suchen, Bewertung ist hochspannend. Ich kenne keinen Bewerter, dem es schlecht geht. Ja? Man kann es auch sehr kreativ machen oder man kann es langweilig machen, indem man Eigentumswohnungen bewertet. Ne? Bitte nicht Vergleichswertverfahren. Ich brauche Grundstücke, die in ihren Merkmalen hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen. Die habe ich praktisch nie oder nur ganz, ganz selten. So, und dann habe ich das dritte Ertragswertverfahren. In der Tat, spekulativ würde ich nicht sagen. Da steht drin im Gesetzestext, marktüblich erzielbare Erträge. Das ist das Zauberwort. In der vorigen Vorgängernorm der Immowert V, die Wertermittlungsverordnung, da stand drin nachhaltig erzielbare Erträge. Nachhaltig. Das wäre eine schönere Definition. Was ist Nachhaltigkeit in der Immobilienbewertung? Jetzt steht marktüblich. Aber schließt marktüblich, Sie sagen ja hier leistbare Miete, würde der Definition des § 17 Absatz 1 Immowert V nicht widersprechen. Und in der 194 BauGB steht ja auch drin, dass der Gutachter muss die rechtlichen Gegebenheiten und wenn die rechtlichen Gegebenheiten für die in Frage stehenden Gebäude sich geändert haben, zum Wertermittlungsstichtag, wohlgemerkt, allergrößte Vorsicht, zum Wertermittlungsstichtag, da müssen die sich geändert haben und die muss der Gutachter verarbeiten, dann geht das schon. Und dann komme ich auch zu viel niedrigeren Werten als der Senat. Der Senat rechnet ja 2019 mit einem relativ hohen Bodenwert, ne? Deswegen, da kommt das zustande. Ist kein Wunder, dass die Werte rauskamen und dann die Journalisten das abgeschrieben haben. Das kann nicht funktionieren. Und übrigens noch ein kleiner Hinweis, also ich würde sehr gerne mit Studierenden von uns, die in Frage kommenden Gebäude, gern mal bewerten. Also ich kann Ihnen anbieten, dass wir mal ein Projekt machen, ja, ich würde mir Drittmittel holen, dann kommen wir mal hierher mit 10 Studierenden, wir haben ziemlich gute Mathematiker, sind clevere Leute an der FH. Und wir machen so ein Liegenschaftskataster, ja, wir müssen mal aufschlüsseln, um welche Gebäude geht es eigentlich, weil wir haben ganz verschiedene Baualtersstufen. Es gibt vielleicht auch Gebäude, deren Restnutzungsdauer, so nennen wir das in der Bewertung, bald abgelaufen ist, in 10 Jahren.
das, zu der Wahrheit müssen wir wahrscheinlich kommen. Das sind dann Abrissobjekte. Und wenn wir Abrissobjekte bewerten, ne, nehmen wir an, Sie haben so ein Haus von 1910, dort gibt es noch drei Parteien, die drin wohnen, träumen wir mal ein bisschen, die Mietverträge laufen noch 5 Jahre, dann nehmen wir das Liquidationswertverfahren, so heißt das. Das ist ein Unterverfahren der Bodenbewertung. In dem Verfahren steigt dann der Bodenwert wieder auf. Wir müssen uns beim Ertragswertverfahren und bei allen Verfahren haben Sie das Gebäude und den Boden auch niemals zusammenfassen. Boden, unendliche Nutzungsdauer, Gebäude, endliche Nutzungsdauer. Das ist eine fundamentale, ganz fundamentale Unterscheidung in der Bewertung. So machen wir das Ertragswertverfahren. Das heißt, der Boden verzinst sich und das Gebäude verzinst sich. Natürlich schwebt das Gebäude nicht im luftleeren Raum. Die Amerikaner zum Beispiel nehmen den Boden fast gar nicht, also the land. It's there, but it has no value. Entscheidend ist der Cashflow, der aus dem Gebäude resultiert. Wir in Deutschland gehen ein bisschen anders vor. Wir sagen, wir haben einen Bodenwertanteil und einen Gebäudewertanteil. Beides verzinst sich. Und der Zins nennt man Liegenschaftszinssatz. Und die Initiative schlägt ja vor, ich finde das plausibel, wir nehmen ein Ertragswertverfahren, rechnen aber nicht mit den Bodenrichtwerten von 2021, sondern nehmen die eingefrorenen Bodenrichtwerte von 2013. Da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, da habe ich noch keine eindeutige Meinung, ob das so geht. Da müssen wir uns noch mal unterhalten. Denn wir sagen immer in der Bewertung, es gibt einen Grundsatz, das nennt man Modellkonformität. Ganz wichtig für den Bewerter, Modellkonformität. Sie müssen in einem Modell bleiben. Wenn Sie davon abweichen, verursacht das höchste Missverständnisse und wird, glaube ich, von keinem Richter akzeptiert. Es sei denn, Sie bringen gute Argumente. Das heißt, wir nehmen in der Bewertung immer ein Haus wie das hier, Stichtag 9.09.2021. Ja? Dann schaue ich in die Bodenrichtwertkarte, schaue mir den Bodenwert an, der verzinst sich dann das Gebäude. Dann überlege ich mir, wie lange ist die Restnutzungsdauer des Gebäudes. Hier vielleicht, muss man sich anschauen, immer das Gebäude betreten natürlich. Niemals in der Bewertung vom Desktop bewerten, immer rein ins Gebäude. Das ist natürlich die Frage, ob die in der Vergesellschaftungsliste stehenden Unternehmen mir und Studierenden den Zutritt zu Gebäuden. Da muss man auch die Wohnung sich anschauen. Also einfach mal ein schönes Kataster machen, über welche Gebäude reden wir eigentlich. Das weiß nämlich niemand. Ich weiß es nicht. Das muss ich ganz offen sagen, ja? So. Und dann müssen wir nämlich sagen, wir können nicht im Ertragswertverfahren ohne weiteres den Bodenwertverzinsungsbetrag von 2013 nehmen, weil ich damit meinem Liegenschaftszinssatz nicht mehr, ja, das haut nicht mehr hin in der Modellkonformität. Das ist also strittig. Oder ich kann sagen, ich mache den Bodenwert von 2021, bin dann modellkonform auf der sicheren Seite und mache dann am Ende, es gibt ein Formular zum Ertragswertverfahren, das können Sie sich wunderbar im Internet runterladen, was man eigentlich braucht, aber haben Sie wahrscheinlich schon gemacht fürs Ertragswertverfahren. Am Ende kann ich einen sogenannten Overrent oder Underrent als Bewerter. Ich kann dann sehen, die Miete, die marktübliche Miete ist gar nicht mehr so, wie ich sie angesetzt habe, zum Beispiel 8,50 Euro, sie wurde gedeckelt auf 6,50 Euro. Dann rechne ich zwar oben mit 8,50 Euro, habe meine ganzen Wohneinheiten, die Wohnfläche, vielleicht noch Garagen, die mitvermietet wurden und mache am Ende einen Abschlag. Das ist Konsens, das ist völlig modellkonform, das können wir machen. Wird nicht gerne gemacht, weil je mehr Abschläge Sie machen, umso mehr Nachfragen setzen Sie sich aus, wenn es zu einem Verfahren kommt. Aber also begründen kann man das, meiner Meinung nach. Ist gar kein Problem. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. So, genau. Jetzt haben wir die drei Verfahren. Jetzt gibt es doch in Berlin, das neueste Zauberwort in Berlin lautet Residualwertverfahren. Das kam vor 2 Wochen, also in Berlin ist ja jede Woche jetzt eine Liegenschaftsveranstaltung. Ich komme nicht mehr nach, wie gesagt. Und da ist Daniela Brahm von Ex-Roter Prinz, ne? Die sagen Erbbaurecht. Und die kam auf die Idee, das kam von München, Stadtbau, Christian Stubka. Die Münchner machen das, der Gutachterausschuss, die rechnen mit gedämpften Bodenwerten. Das wäre Variante 2 im Ertragswertverfahren. Also nicht den eingefrorenen Bodenwert, Stichwort Probleme der Modellkonformität, nicht unbedingt die Riesenabschläge am Ende, Klammer auf, dann setze ich mich Nachfragen aus, Klammer zu, sondern ich nehme die Bodenwertdämpfung. Bodenwertdämpfung war immer umstritten, 40 Jahre lang. Also der Bewerter der Kommentare, Wolfgang Kleiber, hier in Berlin wohnt er, ich mag ihn, wir mögen uns. Es gibt sozusagen nur einen Kommentar in Deutschland in der Bewertung, das ist der Kleiber. Stichwort, ich Kleiber das mal, steht auf den, ich mache das auch, das ist ein großer Kommentar. Und Kleiber hat immer gesagt, 40 Jahre, es gibt keine Bodenwertdämpfung. Es gibt keinen Einfluss, den ich wie auch immer errechnen kann, der einen Bodenwert dämpft. Es gibt nur echte Werte und keine gedämpften Werte. Weil wenn ich mit gedämpften Werten rechne, komme ich in unheimliche Schwierigkeiten in meinem Formular zur Bewertung. Jetzt dreht sich das gerade ein bisschen, weil die Münchner sehen Erbbaurecht. Der Erbbaubetrag rechnet sich am Bodenrichtwert
dann wird der Erbbaurechtszins angepasst oder berechnet davon. Und die sehen, naja, bei den Bodenwerten, die gestiegen sind, hat das Erbbaurecht praktisch keine Chance. Was machen wir? Wir rechnen sozusagen von hinten und fragen, was darf der Boden maximal wert sein bei diesen und diesen Bindungen, die ich auferlege? Das ist das spannende Thema, Einfluss sozialer Bindung auf den Bodenwert. Da schreibe ich auch gerade einen Fachaufsatz. Also Bewertung war noch nie so spannend wie jetzt. Unter anderem dank der Initiative. Ne? Nochmal. Ja? Also Sie haben also Großartiges geleistet. Nur ich bin der Einzige soweit, der das so sieht. Ne? Meine Kollegen. Wobei halt, im November gibt es im Haus der Kirche in Charlottenburg gibt's eine Bewertungsveranstaltung. Da haben sie mich eingeladen. Ich darf was sagen zum Thema Kommunalisierung von Wohnungsbeständen. Also sie fanden das irgendwie doch interessant, weil sie spüren, dass vielleicht was dran sein könnte. Und da kommt das Thema Bodenwertdämpfung, Residual. Das müssen Sie mal nachgoogeln, Residualwertverfahren. Das sind so Abrissobjekte, also das normale Bauträgerverfahren. Ich überlege mir, ich habe meinen Geschäftsführergehalt, ich habe Abrisskosten, ich habe Grundstücksbeseitigungskosten, vielleicht noch Altlasten, Sanierungskosten, so. Und am Ende habe ich einen Bodenwert und der darf mir so und so viel kosten, weil da möchte ich 20 Eigentumswohnungen draufbauen und die sollen so und so viel kosten, weil wenn sie 1,3 Millionen kosten, habe ich keinen Markt. Mache ich so einen Mittelwert, 700.000, so läuft es in Frankfurt, ne? Und dann rechne ich daraus den Bodenwert. Das ist das normale Bauträgergeschäft. In unserem Bereich müssten wir fragen, diese ganzen Sachen, die ich aufgezählt habe, wären so soziale Bindungen. Das ist ein spannendes Thema. Also residual von hinten her von der Zielmiete, sagt Frau Brahm immer so schön. Also das ist interessant, wie die Worte sich dann so verselbstständigen. Nur das Problem ist, ne, das Residualwertverfahren taucht nicht auf in der Immowert V. Es ist ein sogenanntes nicht normiertes Bewertungsverfahren. Das wird als hoch umstritten. Wir müssen also den Richter überzeugen, dass wir vielleicht die Bodenwerte residual ermittelt haben. Was heißt Richter? Also jetzt erstmal für die Gesetzesbegründung und dann für die Entschädigung. So würde ich das vorschlagen. Da wären wir im Zweifel auf der sicheren Seite als mit zum 01.01.2013 eingefrorenen Bodenwerten, denn die müssten sich verzinsen, während sich die Wohnung zum 26.09.2021 verzinst. Nehmen wir mal den Wertermittlungsstichtag. Das ist methodisch wirklich schwierig. So, also nochmal, es gibt nicht normierte Verfahren, das ist okay, gibt auch Leute, die das wirklich vertreten, das geht. Sachwertverfahren bietet sich nicht an, wir haben keine großen, also auch keine eigengenutzten Gebäude. Vergleichswertverfahren, nur dann, wenn die Unternehmen unbebaute Grundstücke haben. Ja, die haben sie ja im Portfolio drin. Für die geht das Vergleichswertverfahren. Weiß ich nicht, ob der Senat das so gemacht hat, ich glaube ja. Das auch die, also unbebaute Grundstücke, da kann man das bedenkenlos, da würden Sie kein Ertragswertverfahren nehmen. Das macht keinen Sinn, weil noch kein Gebäude draufsteht. Also es ist eine spannende Zeit. Und dann noch letzte Bemerkung, das fand ich ganz interessant, der Wert, na klar, muss der Null sein. Also welcher Wert wäre eigentlich für solche Gebäude? Ja, Null. Das geht. Also nochmal diese Leistungslosigkeit, ich bin auch ein Fan davon, aber ich habe es nie geschafft, das zu quantifizieren. Das Vattenfall-Verfahren, ne? Was jetzt durch Vergleich erledigt wurde. Wenn Sie übrigens was zu wissen wollen über ein richtig spannendes angelsächsisches Bewertungsverfahren, dann schauen Sie bei YouTube das Schiedsgerichtsverfahren Vattenfall gegen Bundesrepublik Deutschland. Da haben die erstmals das Schiedsgerichtsverfahren ins Internet gestellt. Und da hat eine Anwältin aus Frankfurt, Sabine Konrad, ich kenne sie, hat die Bundesrepublik vertreten und da war die Gegenseite und die haben einen amerikanischen Bewerter und der hat Discounted Cashflow erläutert. Nicht? Da sitzt der Vorsitzende des Schiedsgerichts und zwei Schiedsrichter und die haben dann über Bewertungsverfahren, weil Vattenfall gesagt hat, wieso Änderung der Energiepolitik von einem Tag auf den anderen, bitte entschädigt uns mal schön mit 5 Milliarden. Und da wurde das Discounted Cashflow. Man hat nämlich argumentiert, die nächsten Jahre hast du ja schon Stromeinnahmen für dich errechnet in der Konzernbilanz und die wollte Vattenfall entschädigt haben. Und da können sie sagen, nein. Eine Energiepolitik aus Gründen des Allgemeinwohls muss doch immer geändert werden können, ohne dass damit exorbitante Entschädigungssummen einhergehen. Vattenfall sah das anders. Man hat sich leider auf einen Vergleich geeinigt. Ich glaube, zu früh. Das Urteil ist noch nicht schriftlich. Oder ja, wird es das jemals geben? Wahrscheinlich nicht. Ne? Und da hat man argumentiert, wie ist eigentlich das mit diesen zukünftigen erwarteten Einnahmen zu sehen? Udo Di Fabio, ja, der sagt ja, Unternehmen entschädigungslos zu lassen, selbst für Sachen, ja, das wäre so, als wenn man einem Eigentümer eines Hauses sagen würde, der Entschädigungswert ist null, weil du doch über 40 Jahre von steigenden Mieteinnahmen partizipiert hast und das Gebäude schon längst abgeschrieben ist. Also kriegst du nichts. Interessantes Argument.
das musste ich willkürlich dran denken, weil bei einem Wert 0. Und es gibt eine sehr schöne Formulierung in der ImmoWert-V, übrigens nächstes Jahr, 1.1.2022. Ich muss alles umstellen, meine Folien. Es gibt eine neue ImmoWert-V. Aber ruhig Blut, es hat sich nichts geändert an den Verfahren. Aber es gibt eine sehr interessante Formulierung. Paragraph 1 Absatz 2 ImmoWert-V. Ja, die nachfolgenden Vorschriften und so weiter, ich kann mir also als Bewerter, kann ich mir Modelle überlegen für Wertermittlungsobjekte, für die kein Markt besteht. Das war meine Idee im ersten Fachaufsatz. Aber die NJW, also neue, ich hatte es denen angeboten, die NJW wollte nicht. Sie fanden es spannend, aber der Schriftleiter schrieb, ich kann mich dennoch nicht für eine Veröffentlichung entscheiden. Dennoch nicht. Und da habe ich nämlich versucht, zu dem es auch keine Literatur gibt, zu dem 1 Absatz 2 ImmoWert-V, was sind Wertermittlungsobjekte, für die kein Markt mehr besteht? Im Zeitpunkt der Bewertung, ja, da sind sich alle uneinig. Man sagt, ja, es kann Unland sein, Ödland, Geringstland, ein altes Operngebäude, was nicht mehr genutzt wird. Aber ist es das wirklich, was das trifft? Das wäre vielleicht so ein kleiner Hinweis für diejenigen, die noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Würde das hier passen, der 1 Absatz 2, für die kein Markt mehr besteht, dann nach dem Wertermittlungsstichtag? Vielleicht kühn nur ein kleiner Hinweis, wie man auch anders denken könnte. Und dann können Sie auch andere Modelle anwenden. Aber erstmal haben wir nur die drei und mit denen können wir gut arbeiten. Eine kleine methodische Schwäche sehe ich im Entwurf, im Ertragswertverfahren, da bin ich mir nicht sicher, aber vielleicht reden wir drüber. Und ansonsten können wir uns andere Verfahren zur Suche eines Sozialisierungsentschädigungswerts. Und die Frage ist auch, sollte man Sozialisierung überhaupt verwenden? Weil das Wort Sozialisierung taucht ja gar nicht auf im Text des Artikel 15. Das hat der Redakteur von CH Beck darüber geschrieben. Vielleicht sollte man von Vergesellschaftungsentschädigungswert schreiben. Das macht ja auch die Initiative. Sozialisierung ist vielleicht wieder abschreckend. Im Text von Artikel 15 steht nichts von Sozialisierung. So. Ja. Vielen Dank erstmal soweit. Ja. Vielen, vielen Dank für die Einblicke in die verschiedenen Wertungsmaßstäbe und Verfahren. Das war, glaube ich, für mich zumindest war es hochinteressant. Ich nehme mal aus dem letzten Punkt mit, wo ich die Paragraphennummer natürlich prompt vergessen habe, dass wir uns auch Gedanken darüber machen können, ob in Gemeinwohl, in Gemeinwirtschaft überführten Grundstücken kein Markt besteht und deshalb auch bisher unbekannte Bewertungsverfahren gefunden werden müssen. Das ist, glaube ich, ein Hinweis, der allen, die sich da genauer mit beschäftigen, viel Freude bereiten wird. Ein zweiter Aspekt, den ich gerne nachfragen würde, der vielleicht nochmal so ein bisschen weg von diesen Bewertungsnormen und Verfahren geht, die ja, so ich sie verstehe, eigentlich immer das Ziel haben, am Ende irgendwie einen ganz konkreten Wert benennen zu können für das Grundstück und das Gebäude. Und jetzt steht aber in diesen juristischen Diskussionen dieser Abwägungsgedanke da im Vordergrund, wo ich denke, da konkurrieren möglicherweise unterschiedliche Werte, die auf unterschiedliche Art und Weise begründet werden. Und wollte Sie als sozusagen mit einer ökonomischen Perspektive darauf schauend fragen, ob es irgendetwas gibt bei den Entschädigungshöhen oder bei den Kompensationshöhen für die Vergesellschaftung, die so als Unter- oder Obergrenze für das Allgemeinwohl beziehungsweise die Interessen der Beteiligten oder Betroffenen nicht über- oder unterschritten werden dürfen. Also es spielt sowas bei Bewertungsverfahren eine Rolle. Wir haben ja zum Anfang das Beispiel gehört, also 3 mal 3 kann 9 bis 12 sein, aber bei 15 wäre es dann wahrscheinlich aus und weniger als 9 darf es auch nicht. Also gibt es sowas wie Ober- oder Untergrenzen bei solchen Wertüberlegungen? Ja, das war vielleicht ein bisschen, vielleicht bereue ich das Beispiel schon wieder, weil die 9 kann auch, das muss nicht der Verkehrswert sein, ja? Das war generell so als Spanne, die Sie haben als Bewerter, ne, gedacht. Und also mit diesem, was darf es maximal, da kann man schon, wir haben ja zurzeit keine Rechtsprechung, es gibt keine Handreichung irgendeines Gutachterausschusses für eine Vergesellschaftungsentschädigung. Nehmen wir es lieber Entschädigung, da bleiben wir im Gesetzestext, sonst führen wir wieder einen neuen Begriff ein, das ist schon richtig. Also Vergesellschaftungsentschädigung und nicht Vergesellschaftungskompensation,
Das würde ich dann wieder streichen, sie ist wieder aus dem Protokoll. Ja? Also sagen wir Vergesellschaftungsentschädigung. Da haben wir keine Handreichung. Wir können da uns an der Enteignungsentschädigung orientieren. Da gibt es ein dickes Handbuch von Aust, was wir alles, ich war vor 2 Wochen bei einer schönen Enteignung dabei. Es ging um ein altes Haus, ein Einfamilienhaus. Deswegen auch die Beteiligten, das wurde mir klar. Bei der Enteignung läuft das so, es gibt einen Enteignungskommissar, der im Gesetz gar nicht drinsteht. Das ist auch kein Hauptberuf, davon kann der nicht leben, dazu wird so selten enteignet. Und so ein Enteignungskommissar, Sie müssen sich so wie eine mündliche Verhandlung bei Gericht vorstellen. Ja, es gibt so Ortsgerichte, ich arbeite viel mit Gutachterausschüssen und da ging es um die Frage eines Einfamilienhauses mit 3000 Quadratmeter Grundstück. Das Haus war 80 Jahre alt, sollte für eine Bundesstraße enteignet werden. Und ich hatte einen Ortstermin mit dem Gutachterausschuss und die Eigentümerin. Der Mann war verstorben, die Frau war 85, wollte eigentlich ausziehen auch, also war völlig unstrittig. Und dann ging es um die Frage Baumbestand. Das war sozusagen mal andersrum, ja, und da standen 10 wertvolle Eichen und sie hat gesagt, ach, die alten Eichen, ich habe gesagt, seien Sie still, die sind doch schön. Und da habe ich reingeschaut, es gibt so Ziergehölzhinweise, wie sie wertvolle Baumbestand bewerten können. Da sagen wir also, je älter, desto wertvoller, genau umgekehrt als das Haus. Und, oder andere Fälle, ein Landwirt braucht Ersatzland, das steht alles drin im Bau-GB, gleicher Lage, gleichwertige, tatsächlich wertige Grundstücke, können wir ihm die zur Verfügung stellen. Nehmen wir an, 10.000 Quadratmeter sollen enteignet werden oder 5 Hektar. Der Landwirt sagt, ich möchte kein Geld, ich brauche Ersatzland und zwar gleichwertiges Ersatzland. Dann schauen Sie rein in den Ackerschätzungsrahmen, das gibt so Punkte. Ja, 100 Punkte sind die Bördeböden und 0 sind die Geringstlandböden. Da muss man also eine geologische Prüfung machen und sagen, naja, er bekommt gleichwertiges Land für den und den Fruchtanbau. Wenn wir das nicht kriegen, müssen wir ihm eine Entschädigung, also eine Geld, in Geld. Ja, er kann entweder in Land oder in Geld oder eine Kombination aus beidem. So läuft das bei einer Enteignungsentschädigung. Da wird sozusagen fast um jeden Quadratmeter verhandelt. Und der Verhandlungsführer ist der Enteignungskommissar. Ein wirklich ernsthafter, ganz wichtige Position. Er muss die Beteiligten tatsächlich, die öffentliche Hand, in dem Fall das Regierungspräsidium, die das Grundstück haben wollte, für die Straße und in dem Fall die Eigentümerin. Das ist eine hochsensitive Angelegenheit. So, und da geht es, wenn wie so eine Waage, ja, wenn dann das Allgemeinwohl mehr zu Buche schlägt, es gibt einen schönen Festschriftbeitrag von Rüfner, ja, Berücksichtigung sozialer, politischer Gesichtspunkte bei der Enteignungsentschädigung, das haben wir alles, ich meine, die nennen keine Summen, ne? Sondern sie sagen nur, es gibt Möglichkeiten, wie ich dieses Allgemeinwohl in der Abwägung mehr zu Buche, Optimierungsgebot, können wir fast sagen, im Planungsrecht. Das gibt es alles. Und als Bewerter muss man dann sagen, also für mich ist jetzt dieser Zweck so, das bewerte ich so und so. Und am Ende einigt man sich, hoffentlich, untereinander. Wenn nicht, kommt es irgendwann zum Gerichtsentscheidung. Und dann kommt nochmal ein Zweitgutachten und dann wird der Richter entscheiden, ist das plausibel oder nicht. Ja? Wurde die Bodengüte richtig erkannt, die 10 Ahorne, wurden die richtig bewertet nach den Ziergehältshinweisen oder hat man so über den Daumen wie der Berliner Senat mit dem Vergleichswertverfahren gearbeitet. Da geht es schon sehr ins Detail. Und hier muss man das auch so machen. Man kann kein Paketbewertung, man kann nicht einfach eine Zahl in die Welt setzen und sagen, das ist der Paketpreis und das ist der Verkehrswert. Das ist völlig absurd. Das würde, kein Bewerter würde so vorgehen. Ich muss jedes Gebäude betreten, die Treppenstufen mir anschauen, die Keller, die Wohnungen und muss dann leider irgendwann auch vielleicht sagen, das ist ein Abrissobjekt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Unternehmen in ihren Listen auch Abrissobjekte haben, also Liquidationsobjekte. Und in dem Fall, ne, da müssen Sie aufpassen, dann steigt der Bodenwert, wie gesagt, der immer nur von untergeordneter Bedeutung war, ja, bei der Ertragsbewertung, im Normalfall, 30%, 40% zu 60%, manche sagen 20% zu 80%, das scheint mir auch zu niedrig, aber so rechnen wir in der Ertragsbewertung normalerweise, außer bei Abrissobjekten, dann steigt der Bodenwert schlagartig in die Höhe, da verdreht sich das um, 60% zu 40%. Und so sind die Sachen, die Sie immer, je nach Gebäudeart und Zweck, austarieren müssen in der Bewertung. Es geht um jedes einzelne Grundstück. Auf keinen Fall kann man mit dem Daumen Vergleichswertverfahren ansetzen, weil die Wohnungen sind einfach zu unterschiedlich. Die Grunddienstbarkeiten, werden die mitbewertet? Woher kommen die Werte eigentlich her? All diese Fragen.
Gut, vielen Dank. Wir haben zumindest gelernt, dass die Vergesellschaftung auch noch Enteignungskommissare braucht, die diese wichtigen, die Vergesellschaftungskommissare. Ja, da müssen wir dann suchen, also welche fachlichen Qualifikationen dafür gebraucht werden. Eine zweite Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, bevor dann alle anderen auch noch ökonomische Fragen zu Entschädigungshöhen und der Findung von Entschädigungshöhen oder Vergesellschaftungskommissariaten diskutieren, ist bei der Diskussion um Immobilienpreise dann wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstanden habe, spielt in so wohnungswirtschaftlichen Fachdiskussionen immer mal wieder eine Rolle, dass besonders günstige Zinsen irgendwie die Preise in die Höhe schnellen lassen. Und deshalb frage ich mich, ob sozusagen die aktuellen Finanzierungskonditionen auf, weiß nicht, Hypotheken, Krediten, Immobilien, Finanzierungsmärkten in dieser ganzen Diskussion um Wertbestimmung irgendeine Rolle spielen. Das ist eine sehr gute Frage, die mich immer wieder ärgert, auch, ja. Natürlich wissen wir, dass Geld günstig ist und so weiter nicht und EZB, bla bla, also der Bodenwert steigt, aber das muss ich eigentlich, naja, ist es dann marktüblich, ne? Immobilienpreise hat nichts mit Grundstückswertermittlung zu tun. Natürlich bewegen sich die Grundstücke nicht im luftleeren Raum. Ich habe immer Kapitalmarkt-Gesichtspunkte, die ich da berücksichtigen muss. Aber eigentlich ist dann der Bodenwert entscheidend und nicht der Kapitalmarktzins. Also mit dem rechnen Makler gerne. Ja? Die verwenden Begriffe wie eben Jahresnettomiete und dann sagen die, ja, 35 mal Jahresnettomiete ist dann der Ertragswert. Das hat nichts mit den Verfahren zu tun, mit denen ich mich, wenn ich es ernsthaft und seriös betreibe, beschäftige. Das sind einfach so Zahlen, aber die tun so, die haben sehr gut verkauft. Ja? Es vermischt sich Immobilienökonomie mit Grundstückswertermittlung. Das müssen Sie wirklich trennen. Ja? Wir haben Begriffe und man tut gut daran, dass man sich an diesen Begriffen hält. Und wenn das Gericht, sagen wir mal, spinnen wir mal, ja, das nicht berücksichtigen, dann ist das, also kann ich mir nicht vorstellen. Man tut gut daran, sich an die Verkehrswertdefinition des 194 BauGB zu halten. Wir haben noch keine andere. Und wenn wir lernen aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Erbschaftssteuer und zur Vermögensteuer, dass das wirklich sehr große Verwirrung stiftet, wenn sie davon abweichen. Und das ist für uns ist das entscheidende Liegenschaftszinssatz und Bodenwertverzinsung. Das finde ich viel griffiger als irgendwelche nebulösen Kapitalmarktzinsen. Also das wäre jetzt meine Antwort aus Sicht der Grundstückswertermittlung. Gleichwohl wissen, dass damit operiert wird. Das heißt, um es vielleicht nochmal so in die praktischen Beispiele zu bringen, dass bei der Wertermittlung, die aus so einer Immobilienwertermittlungsperspektive vollzogen wird, da würde man jetzt nicht in die Bilanzen von börsennotierten Unternehmen schauen und sehen, was die dort für Buchwerte, die ja genau mit diesen Kapitalmarktüberlegungen gebildet werden, abbilden, sondern es ist ein völlig davon getrenntes Verfahren, wo wir jetzt hier 3, 4 Varianten kennengelernt haben. Das könnte man machen, wenn man dieses Discounted Cashflow, also das ist das DCF, ja, das Zauberverfahren, mit dem alles geht. Das Ertragswertverfahren ist kein DCF-Verfahren. Also Knight Frank und Jones Lang LaSalle, die arbeiten mit DCF. Also für Käufer aus dem angelsächsischen Raum, die lieben DCF. Die schauen tatsächlich die Buchwerte. Ja. Also ich habe, mag erschütternd sein, ich habe letzte Woche mit einer Studierende, die bei mir Bachelorarbeit gemacht hat, Mittag gegessen. Die arbeitet jetzt bei CBRE, heißt die Firma. So, und die fährt immer ins Ruhrgebiet und bewertet so Wohnungsbestände. Da schreibt der Eigentümer, Investor heißen die immer, ne? Investoren, die schreiben dann auf eine Zahl, 35 Millionen. Und das ist der Preis, den ich haben möchte. Und da müssen die Bewerter losgehen und gucken, komme ich auf diese 35 Millionen und sind ganz verzweifelt, wenn es nur 34 Millionen sind, weil sie ihn nicht verlieren wollen als guter Kunde. Und die reden dann von Deals und am Ende des Tages, sagen die Immobilienökonomen immer, am Ende des Tages muss der Cashflow stimmen. Wer sich auf solche Leute einlässt, ist verraten und verkauft. Es hat nichts mit Grundstückswertermittlung zu tun. Das ist mein, ja? Also, aber leider, die dominieren die Tageszeitung natürlich, ne? FAZ, Tagesspiegel. Leider, ich komme da nicht groß gut an. Das möchte niemand wissen. Vielleicht ändert sich das ja noch. Na, hoffen wir mal, wenn wir jetzt hier so fachkundige Diskussionen führen. Ich schau mal in die Runde und sehe da schon
ist, also ich sehe gar nicht. Ist das Zustimmungswinken oder melden? Gerne, wollt ihr nach vorne kommen oder soll ich übersetzen? Das waren zwei Fragen aus dem Publikum. Die eine Frage bezog sich auf dieses Zaubermittel Discounted Cashflow-Verfahren. Ist das überhaupt zulässig in deutschen Wertermittlungsverfahren, soweit ich es verstanden habe? Und die zweite Frage war bei den beschriebenen Bewertungsverfahren, die ja zum Teil sehr aufwendig klingen, lässt sich da abschätzen, mit welchem Zeit- und Ressourcenaufwand das für 240.000 Wohnungen, die vergesellschaftet werden sollen, wie viel das in Anspruch nimmt, was man dafür braucht an Ressourcen? Ja, zwei sehr gute Fragen. Ich habe vielleicht vergessen, in der Fußnote, das DCF-Verfahren oder anders. Wofür brauche ich diese drei Verfahren zum Verkehrswert? Die brauche ich im Zweifel für die Enteignungsentschädigung beim preislimitierten Vorkaufsrecht nach BauGB oder nach 95 BauGB. Da brauche ich die Verkehrswertdefinition. Ich bin jetzt mal eher auf dem Verkehrswert, weil wir haben noch keinen anderen. In der Fußnote, ne, immer mitgedacht, brauchen wir 194a BauGB für die Vergesellschaftungsentschädigung. Jetzt mal ein bisschen in die Zukunft hineingedacht. Ja? Brauchen wir einen ganz neuen Wert? Dann brauchen wir den 194 auch nicht und auch nicht die drei Verfahren. Aber wir brauchen auch DCF nicht. DCF wird gemacht, eben von Knight Frank, Jones Lang LaSalle. Ne? Die beraten die Kunden. Der 194 ist bindend für die Gutachterausschüsse. Das steht im BauGB, also ein Gutachterausschuss. Jede Gemeinde hat einen Gutachterausschuss. Berlin hat auch einen, der ist nicht schlecht. Leider hat mir der Vorsitzende nicht geantwortet auf eine Mails, die ich schon mehrmals geschrieben habe. Er mag das wohl nicht, die Debatte, die aktuelle. Aber da sitzen fachkundige Personen und die machen den Verkehrswert. Also Sie müssen sich so vorstellen, da sitzen so, ja, also aus den Banken, Makler auch, Geodäten, Ökonomen, Juristen. Gut, eine tolle, ich halte wirklich viel von dieser Einrichtung in Deutschland, des Gutachterausschusses. Das sind wirklich fachlich unabhängige, das kann man durchweg sagen, Fachleute mit Fachverstand, würde Loriot sagen. Und die machen den Verkehrswert, 194. Sie können selber, wenn Sie eine Wohnung kaufen, verkaufen, den Gutachterausschuss um ein Gutachten bitten. Verkehrswertgutachten heißt das. 194 BauGB. Die Player, ja, Jones Lang LaSalle, die machen Valuation, Property Valuation. Die kümmern sich nicht um das BauGB. Ein angelsächsischer Investor schert sich nicht um Bindungen im BauGB. Der weiß nichts von städtebaulichen Verträgen, vom Bebauungsplan. Der schreibt die Zahl auf, spricht von Deal. Und die müssen, die armen Studierenden und Abteilungsleiter sind unter Druck, um die 35 Millionen hinzurechnen mit dem Discounted Cashflow-Verfahren. Das wird intern dann verkauft an einen anderen. Ich komme gar nicht erst zum Verkehrswert. Der ist auch gar nicht gebraucht. Der ist auch gar nicht gesucht, der Verkehrswert. Es geht nach Gefühl, nach Marktlage, nach Kapitalmarktzins, weil es gerade hip ist. So werden Deals gemacht. Für Studierende interessant, für unsere Debatte sehr, sagen wir mal, nicht ungefährlich. Aber ich glaube, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Finanzen kann man nicht unterstellen, dass sie sich da an den Berichten dort orientiert. Sollte es so sein, wäre es kein Verkehrswertgutachten. Aber sie werden sicherlich einen Einfluss haben, diese Berater, ohne Zweifel. In Frankfurt ganz massiv. Zum Glück haben die einen sehr guten Gutachterausschuss, der sich eigentlich wehrt gegen die Einflussnahme, weil die sprechen auch nicht miteinander. Aber da wird das Geld gemacht, das ist klar. Aber uns interessiert ja eher, also ich bin jetzt mal sozusagen vom 194 vom BauGB, weil ich schon glaube, dass eine Vergesellschaftungsentschädigung nach rechtsstaatlichen Grundsätzen abläuft und bin erstmal als Aufhänger vom 194 BauGB ausgegangen. Also DCF ist erlaubt, wenn Sie wollen, wenn es nicht über den lokalen Gutachterausschuss geht. Die Frage nach dem Aufwand der... Ja. Muss man wieder trennen in Gebäude und Boden. Boden ist relativ leicht zu ermitteln. Bodenrichtwertkarte, Altlastenkarte des Senats durchsuchen, Brutvogelkartierung, ja, Altlasten, sonstige Grunddienstbarkeiten stehen im Grundbuch. Da braucht man berechtigtes Interesse. In dem Fall wird man es wohl hinbekommen als Bewerter, wenn wir einen schönen Drittmittelvertrag zum Beispiel mit mir und Studierenden abschließen, ja. Ja, aber da habe ich Interesse. Also das wäre wirklich mal ein Beitrag zum Fortschritt der Wissenschaft. Das heißt, Bodenwert haben Studierende ziemlich gut drauf. Umrechnungskoeffizienten, Excel-Tabelle, das ist nicht schwer. Wohnungen müssen wir uns genau anschauen. Können wir sie kategorisieren? Können wir sagen, das ist WBS 70, das ist Baujahr 1950, das ist eher Gründerzeitgebäude, Einfamilienhäuser können wir rausnehmen. Es geht ja um Geschosswohnungsbauten. Ne? Dann brauchen wir noch einen Spezialisten für Gewerbeeinheiten. Weil wir haben ja so Wohnungsbauten, wo unten im Erdgeschoss Gewerbeeinheiten, ja, also Nagelstudios und so.
Da brauchen wir einen Gewerbeexperten. Bei Gewerbeflächen sagt die Initiative ja auch, müssen wir mit anderen Werten rechnen. Das heißt, die sogenannte Beimischung, sagen wir als Bewerter, so nennen wir das, die gewerbliche Beimischung. So, also Bodenwerte, also Zeit ist jetzt schwierig, dann sagen sie ja, der Thiel hat gesagt. Aber vieles kann man automatisieren. Wir können uns ein bisschen orientieren, auch das vielleicht noch. Fällt mir noch ein, da bin ich auch drauf eingegangen. Die hat das sehr interessant gemacht, die Initiative mit der hinten, mit denen. Sie machen so eine Art Gebäudeklassifikation, also wie im Sachwertverfahren. Wir haben im Sachwertverfahren so 5 Standardstufen, nennen wir das. Von ganz einfach bis gehoben. So läuft es beim Sachwertverfahren. Also Einfamilienhäuser. Gucke ich mir Keller an, WC, hat es ein Bidet, wie alt ist das Bad? Ist das automatisiert, das Gebäude? Hat es Standardstufe 5? Und da habe ich so normal Herstellungskosten, NHK. Und die Initiative macht so ein Ertragswertverfahren mit integrierten Sachwertverfahren. Das ist auch intelligent, spricht auch nichts dagegen, nach meiner Auffassung. Das heißt, wenn wir so eine Kategorisierung hätten, könnten wir, sagen wir, 10 Kategorien nehmen mit noch zu findenden Ausstattungsstufen, die wir uns überlegen für diese Gebäude, hätten dann den Boden plus Gebäude. Um Aktienanteile kommen wir ja drum herum. Ich habe gelernt, Sie wollen ja gar nicht Aktienanteile. Ich war auch in meinem ersten Beitrag darauf, weil ich das gelesen hatte, wir müssen auch Aktienanteile entschädigen. Und da habe ich überlegt, wie kriege ich das jetzt modellkonform hin? Also wie kann ich den Verkehrswert eines Gebäudes berechnen und dann auch noch die Aktionärsanteile entschädigen? Da hätten wir dann tatsächlich das Wirtschaftsprüferverfahren gebraucht. Aber da kommen wir ja drum herum. Ja, ganz vielleicht noch nicht. Wir müssen tatsächlich über die Grund und Boden und Produktionsmittel, aber das ist ein anderes Thema. So, Sie wollen jetzt einen Zeitrahmen hören. Also Boden ist relativ leicht, Standardstufen 240.000, kann ich aber automatisieren. Da habe ich die Alkis-Daten. Ja, also 2-3 Monate schon. Ja, beim Masterprojekt. Wenn man studiert, muss man Anreiz geben. Ja, so Zuckerl, sagen die Österreicher. Es muss in eine Masterarbeit gekleidet sein. Und wir haben wirklich sehr gute Studierende, also Geodäten. Die haben also meine Schule. Okay, vielen Dank. Dann 4 Monate. Sind hier Geodäten schon da? Aber eine Frage gibt es noch. Ja, hallo. Ich hätte gerne noch zu dem Zeitrahmen hätte ich gerne noch eine Frage der Kosten. In der amtlichen Kostenschätzung steht nämlich für Erfassung und technische Bewertung der Immobilien, Entschädigung für unbebaute Grundstücke, Ausgleichszahlung für Wertminderungen und Personalüberhänge der betroffenen Unternehmen fallen einmalig zusätzlich 1,5 bis 1,9 Milliarden Euro an. Wenn man jetzt von einer Entschädigungssumme von 7 Milliarden Euro zum Beispiel ausgeht, unterste Grenze der Kostenschätzung der Initiative, würde das ja einen erheblichen Anteil davon ausmachen. Mhm. Ist das realistisch? Wie schätzen Sie das ein? Danke. Da müsste ich mir die Personal, also da müsste man ja schauen, wie viele Beschäftigte geht es, ja? Sind die öffentlich beschäftigt, privat? Wie lange laufen die Arbeitsverträge gegen Entschädigung, Abfindung? Oder werden die Leute übernommen in die AÖR? Dann kriegen sie andere Arbeitsverträge. Vorher von einem Privaten jetzt eine AÖR. Aber ich bin kein Arbeitsrechtsexperte. Da würde ich ungern auf eine Zahl jetzt. Also das hat mit Grundstückswertermittlung nichts zu tun. Das müsste man sich anschauen. Also was ich mal sagen will, das Personal hat man mit unbebauten Grundstücken zusammen in einen Topf geworfen. Ne? Das ist völlig systemwidrig. Wo Sie das gerade sagen, unbebaute Grundstücke auch so, und dann laufen, da arbeiten auch noch Personen. Also das wäre der Kritikpunkt, ja. Ich kann Ihnen keine sagen, ist das realistisch? Nicht realistisch ist, dass man in einen Topf wirft, also mögliche Abfindungen für Personen, die beschäftigt sind, mit unbebauten Grundstücken. Das habe ich noch nie gesehen. Also das ist Hanebüchen. Gut. Da hinten, ich sehe immer nur ein bisschen. Also für die Kamera nochmal und für Carola die Frage wiederholt, soweit ich sie verstanden habe, braucht man aus einer juristischen Perspektive für diesen Abwägungsprozess zwischen den Vergesellschaftungsentschädigungen im Interesse der Allgemeinheit und diesen beteiligten, betroffenen Interessen, braucht man dafür überhaupt diese immobilienwirtschaftlichen Bewertungsverfahren oder ist da denkbar, dass es einen völlig anderen Zugang überhaupt gibt, um diese Entschädigungssumme festzulegen? So ungefähr? Ein neuer Wert.
Ja, also wenn ich mir die Urteile so angucke, die zu Artikel 14, wie gesagt, das was anderes gefällt worden sind, dann fällt eigentlich in jedem dieser Urteile, die ich jetzt gelesen habe, immer wieder dieses Verkehrswertverfahren. Deshalb glaube ich, wenn man mit was komplett Neuem kommt, würde ich jetzt mal so ein bisschen sarkastisch sagen, überfordert man vielleicht die Gerichte, die dann darüber zu entscheiden haben. Deshalb hat man bestimmt mehr Rechtssicherheit, wenn man an diesem Verfahren festhält und dann mit dieser Interessensabwägung Abschläge vornimmt, wenn man eben wirklich guckt, was sind für Investitionen getätigt worden. Da hat man einfach ein rechtssicheres Verfahren. Deshalb hätte ich, glaube ich, ein bisschen Bauchschmerzen damit, dazu zu raten, ein ganz neues Verfahren zu kreieren, wo dann die Gerichte mit, ich sag mal, überfordert sind oder nichts mit anfangen können, weil man sieht ja in der Rechtsprechung schon immer eine gewisse rote Linie und da legen die Gerichte ja auch darauf Wert sozusagen und sagen sie zwar, daran halten wir uns jetzt nicht mehr gebunden und wir machen was Neues, aber das baut immer auf dem anderen auf. Also ich glaube, es wäre nicht so rechtssicher, wenn es so wäre. Genau, mir ist nur vorhin bei den Ausführungen, dass mir bei der Vorbereitung auch dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht untergekommen ist zum Atomausstieg, was so ein bisschen passte hier mit den Abschlägen, dass da eben auch gesagt wurde, die Energiebetreiber RWE und wie sie alle heißen, denen waren ja längere Laufzeiten erst zugesichert worden und dann wieder weggenommen worden und dass sie eben keinen Anspruch haben auf Entschädigung dieser Strommengen, die sie dachten, dass sie damit noch Geld verdienen können, dass die einzelnen Unternehmen, die da so teilweise gewonnen hatten beim Bundesverfassungsgericht, das waren die im Vertrauen auf diese längeren Laufzeiten Investitionen getätigt haben. Das passt jetzt wieder so ein bisschen zu dem vielleicht, was ich vorhin gesagt habe, dass diese Abwägung, das auf jeden Fall, ich würde schon denken, man sollte am Verkehrswert festhalten, um da nicht irgendwie eine Bruchlandung beim Gericht hinzulegen, aber dass man wirklich sehr stark die Abschläge danach bemessen sollte, sozusagen ist hier wirklich was investiert worden oder nicht, weil das würde dann wieder in die Linie dieser Rechtsprechung passen und hätte dann, glaube ich, schon mehr Aussicht auf Erfolg. Super, vielen, vielen Dank. Ich schaue mal in die, ich werde hier geblendet, in die Runde. Es gäbe noch Gelegenheiten, Fragen zu stellen, Parolen zu rufen oder hier ist noch eine Wortmeldung, sehe ich. Also aber lieber Fragen und Beiträge jetzt. Also zur Demo rufe ich nachher noch auf, aber... Können wir alle gemeinsam, glaube ich. Ich habe heute ein Video gesehen, ist bei ABB24 heute rausgekommen, gerade zur Enteignungsinitiative, zur Vergesellschaftungsinitiative, wo Professor Waldhoff aufgetreten ist und hat Einschätzungen gegeben, den Unterschied zwischen Enteignung und Vergesellschaftung nochmal genau definiert. Sehr prägnant, muss ich sagen. Und er brachte auch einen Punkt ein, dass nach seiner Meinung Vergesellschaftung in Berlin nicht möglich ist, weil ein Vergesellschaftungsparagraf in der Berliner Verfassung fehlt. Und da muss ich jetzt die Juristen fragen, ob sie darüber schon mal nachgedacht haben. Ja? Das halte ich auch noch für eine wichtige Frage. Und dann... aber vielleicht kommt es noch in dem allgemeineren Teil, glaube ich, dass diese Diskussion jetzt ein bisschen so dem Hasen das Fell über die Ohren ziehen, bevor man ihn gefangen hat, ist. Denn ich glaube, die eigentliche Entscheidung über den Preis, der gezahlt werden wird für die Gesellschaft, Vergesellschaftung, wird ein politischer Preis sein. Die Zahlung. Ja, okay, das ist kein Preis, aber ist eine Wertbestimmung eventuell, aber was gezahlt werden wird, wird zu großen, großen Teilen meiner Meinung nach politisch bestimmt werden. Ob die Gerichte dann eine Entscheidung darüber fällen und die politisch unbeeinflusst ist, kann ich nur vermuten. Aber was denken Sie darüber? Okay, dann rufen wir das Thema mit der Berliner Verfassung. Wir hatten es vorhin ja schon mal ganz kurz nochmal auf. Vielleicht kannst du, wenn es untergegangen ist, nochmal... Genau, war nicht prägnant genug. Ja, es gibt so viele ganz interessante Sachen und das ist eine dieser interessanten Fragen. Ich habe es vorhin tatsächlich so ein bisschen runtergerattert und vielleicht war es nicht so. Also der Gedanke ist ja der, dadurch, dass die Verfassung von Berlin zwar einen Artikel hat zur Enteignung, aber keinen Artikel hat zur Vergesellschaftung, ob deshalb die Verfassung von Berlin einen umfangreicheren Eigentumsschutz hat als das Grundgesetz. Und dann würden wir in Artikel 142, den hatte ich auch mit ausgedruckt, gucken,
Und da steht eben drin, dass das Grundgesetz ausdrücklich einen höheren Grundrechtsschutz durch Landesverfassung erlaubt, sozusagen. Das dürfen Landesverfassungen. Und die Verfechter des Eigentums, die greifen natürlich darauf zurück, die sagen, nee, weil die Berliner Verfassung ja gar keine Vergesellschaftung hat, hat sie den größeren Eigentumsschutz und deshalb hat sie Vorrang vor Artikel 15. Aber das ist Unsinn, sozusagen, weil die Vergesellschaftung ja eben in Artikel 15 und nicht in Artikel 14, das ist was anderes als die Enteignung. Und das ist ganz wichtig herauszustellen, dass deshalb nicht darum geht, die Eigentümer mehr zu schützen, sondern Artikel 15 dient ja der Allgemeinheit, dem Gemeinwohl. Und deshalb kann dieses Argument nicht greifen. Und dann hatte ich ganz kurz vorhin auch zusätzlich gesagt, auch aus der Historie kann das Argument nicht greifen, weil man bei der Verfassung von Berlin nur deshalb auf die Vergesellschaftung verzichtet hat, weil es schon ein Sozialisierungsgesetz von 1947 gab, was zwar nicht in Kraft getreten ist, es war verabschiedet, aber die Alliierten hatten verhindert, dass es in Kraft getreten wird. Und aus dieser Historie heraus kann man, glaube ich, das Argument auch gut widerlegen. Und es gab ja, das ist sicher auch im Internet irgendwie inzwischen nachzuschauen, vor 2 Tagen von der Rosa-Luxemburg-Stiftung organisiert, so eine Fachtagung, wo auch Juristinnen und Juristen zu dieser Frage sich unterhalten haben. Und soweit ich das verstanden habe, ist es genau diese Argumentation, die Carola Handwerk hier präsentiert hat. Und mir ist hängen geblieben, dass sozusagen das Nicht-Thematisieren von irgendeiner Regelungsmöglichkeit sozusagen nicht gleichbedeutend ist mit, dass diese Möglichkeit ausgeschlossen ist und dieser historische Faden, dass also eine Sozialisierung 47, 48 da schon mal in der Diskussion war, von den Alliierten aus der Verfassung wieder rausgestrichen wurde, haben die Juristen, die das dort vorgestellt haben, nochmal in den Kontext gesetzt, dass bei der Reformulierung der Berliner Verfassung 1995 die Sozialisierung gar kein Thema war. Also sozusagen, die haben gesagt, wenn der Vorschlag da debattiert worden wäre und man hätte gesagt, nee, das lassen wir lieber weiterhin draußen, dann würde die Sache anders aussehen, aber es ist gar nicht thematisiert worden. Und das ist, glaube ich, war das zweite Argument, was ich dort herausgehört habe, dass dieses Nicht-Thematisieren nicht bedeutet, dass irgendetwas ausgeschlossen ist. Und ansonsten würde ich dem sozusagen zustimmen, was Carola eben schon auch beschrieben hat. Genau. Es ist immer sozusagen, wenn der Gesetzgeber zu irgendwas schweigt und er schreibt in die Motive, ich habe deshalb keinen Vergesellschaftungsartikel, weil ich keine Vergesellschaftung will, dann muss er es auch so sagen. Wenn er das nicht sagt, dann ist es eben, wenn er nichts dazu sagt, das ist nicht dieses beredte Schweigen, sagen wir so Juristinnen so gerne, sondern dann wollte er da eben auch nichts einschränken sozusagen. Also er hat nicht erklärt, warum es nicht drin hat. Also sozusagen bedeutet Schweigen nicht, dass er es nicht wollte. Also wer schweigt, stimmt zu? Gut. Ich hatte vielleicht noch eine Frage. Ich habe vielleicht noch eine Frage, die ich mich auch vor Wochen gestellt habe. Brauchen wir Artikel 15 überhaupt? In dem Zusammenhang, ja, weil hier steht ja Gesetz zur Überführung von Wohnimmobilien in Gemeineigentum. Da steht ja gar nichts von Artikel 15. Und auch nur an einer einzigen Stelle machen Sie einen Verweis auf Artikel 15. Ich war auch dem Irrglauben, dass man jetzt mal Artikel 15, weil das so eine passende Norm auf den ersten Blick zu sein scheint. A, lernen wir jetzt, es gibt sie nicht. Waldhoff ist übrigens ein kluger Kopf, ja. Also ich schätze ihn, ist so ein Haushaltsrechtler. Ich kenne ihn aus der Literatur, ist eine gewichtige Stimme. Darf man, glaube ich, nicht so wegschieben. Aber und brauchen wir, dann kommen wir auch, also brauchen wir Artikel 15? Weil ein Land kann doch ein Gesetz zur Überführung von Wohnimmobilien in Gemeineigentum jetzt erlassen. Jetzt ganz vorsichtig, weil jetzt kommen wir zur Kompetenzfrage. Weil von Artikel 14 hat der Bund Gebrauch gemacht. Das kommt in der konkurrierenden Gesetzgebung sozusagen, wird es, glaube ich, schwierig, die Kompetenz des Landes für eine Enteignung zu machen. Es wird tatsächlich diskutiert, die Diskussion wird tatsächlich geführt, aber bei Artikel 15 haben wir natürlich viel eher die Landeskompetenz, bei Artikel 14 wird die schwierig. Außerdem ist es das Allgemeinwohl, aber der bietet sich einfach an sozusagen. Die Versorgung von Menschen mit Wohnungen dient dem Allgemeinwohl. Also es drängt sich ja geradezu auf, Artikel 15 zu nehmen. Natürlich kann ich auch für die Erfüllung einer staatlichen Aufgabe, das ist ja das sozusagen, was Artikel 14 macht. Der Staat meint, er muss Autobahnen bauen und dann enteignet er ja auch. Und da können wir dann auf Artikel 28 der Berliner Verfassung kommen, wo ja gesagt wird, der Staat hat dafür zu sorgen, dass es auch für geringverdienende Menschen noch Wohnungen gibt und so. Aber da haben wir Schwierigkeiten, die Kompetenz des Landes Berlin zu finden. Und ich finde,
dieses Allgemeinwohlargument drängt sich auf und ist auch tatsächlich das Bessere. Mhm. Und es gäbe keinen anderen Kompetenztitel, zum Beispiel allgemeines Wohnungswesen oder das damit war so. Sind wir ja gerade gescheitert mit dem Mietendeckel. Ja. War das wirklich Wohnungswesen? Ein sehr gebranntes Kind. Ja, gut. Gut, wir sind jetzt hier schon und das finde ich eigentlich zum Ende so einer Veranstaltung ganz, ganz gut. Also, dass man merkt, man könnte noch viel, viel länger weiter diskutieren. Man hat ganz viele Fragen, die uns sicher auch in den nächsten Wochen und Monaten noch beschäftigen werden. Und ich versuche mich mal mit so einer Abschlussfrage. Aber erst, also wenn ich euch beiden auch wirklich herzlich gedankt habe für sozusagen die Geduld, auf Fragen zu antworten und uns das Wissen aus euren Fachperspektiven zu teilen und finde, dass das auch sehr gut gelungen ist, in der Form, dass es also zumindest für mich als Nicht-Ökonom und Nicht-Juristen verständlich war und hoffe, dass das allen anderen auch so ging. Also insofern erstmal herzlichen Dank für die sachkundige Diskussion. Und mein zu Beginn angesprochener Optimismus, der ganz fest davon überzeugt ist, dass wenn die nächsten Wochen intensiv genutzt werden in der Stadt, da genügend Unterschriften zusammenkommen. Also wenn es so wäre. Ja, die Stimmen, die Kreuze. Genau, also ganz richtig. Also wenn da genug Stimmen im Sinne von Wählerstimmen zusammenkommen, die zu so einer Mehrheit führen, dass der Senat dann aufgeführt wird, all das zu machen, dann werden ja die Diskussionen erst so richtig losgehen. Also wir haben jetzt schon viele Debatten darüber kennengelernt, aber wenn es dann wirklich konkret wird, dann werden Debatten auftauchen, mit denen wir bisher vielleicht noch gar nicht rechnen. Und ich würde euch beiden gerne die Frage stellen, was aus eurer Sicht vielleicht politische, juristische, ökonomische Fragestellungen werden, von denen ihr glaubt, dass die sozusagen als erstes benutzt werden, um eine Vergesellschaftung zu verhindern. Oder andersrum gefragt, also wo sind die Punkte, wo ihr glaubt, da brauchen wir noch mehr Fachwissen, noch mehr Kompetenz, um so eine erfolgreiche Vergesellschaftung auch wirklich durchführen zu können? Herr Thiel, Frau Handwerk. Ja, also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann stößt man ja tatsächlich auf so ein paar Probleme, wo ich denke, dass man sich damit noch näher beschäftigen muss. Das ist einmal diese Größe mit den Unternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen, da findet man tatsächlich sehr wenig Begründung dazu, woher kommt die Größe von 3000 Wohnungen. Also vielleicht habe ich es auch nicht richtig gelesen, aber diese Frage wurde auch immer wieder in den Gutachten gestellt, die diese Senatsverwaltung in Auftrag gegeben hat. Und das muss man sicherlich noch sehr viel näher begründen. Das läuft unter dem Stichwort der Sozialisierungsreife. Also man muss darlegen, dass das tatsächlich die Größenordnung ist, die dann den gewünschten Effekt einer Entspannung des Wohnungsmarktes, Wohnungen mit bezahlbaren Mieten für alle bringt. Da scheint mir sozusagen ein bisschen das Begründungserfordernis da noch viel, viel mehr zu machen, um das dann tatsächlich auch gerichtsfest sein, weil da werden einige kommen und sagen, ja, wieso wir haben 3001, wieso nicht die haben 2500 und so. Das ist ja immer ganz wichtig, das dann auch ordentlich herzuleiten. Das ist eine, es wird natürlich sicherlich auch wieder die Gesetzgebungskompetenz eine Rolle spielen, aber das würde ich jetzt mal ausblenden sozusagen. Und dann ist natürlich auch wirklich die sehr spannende Frage, die mir auch sehr gut gefällt, warum nur private Unternehmen und warum nicht auch die landeseigenen Unternehmen? Man fragt sich erst kurz so, ups, die gehören ja schon dem Land Berlin, aber es ist natürlich was anderes. Wir haben die landeseigenen Unternehmen, die in privatwirtschaftlicher Form organisiert sind, in Form von GmbH und Aktiengesellschaften. Wir haben ja auch schon viele, viele Jahre die Diskussion, warum müssen die gewinnorientiert arbeiten? Was passiert mit dem Gewinn? Der ist lange, glaube ich, an den Landeshaushalt abgeführt worden. Jetzt wird wohl nicht mehr abgeführt, sondern neu gebaut. Aber gewinnorientiert, und man merkt das ja auch bei den Sanierungsvorhaben von Geobag, Gesobau und Co. sozusagen, wie Mieter auch dieser Gesellschaften, die es bestimmt besser haben als Mieter bei Deutsche Wohnen, aber auch darunter leiden, was da für Ansagen gemacht werden, auch an Mieterhöhungen, Modernisierungsumlagen und so. Also die Frage, finde ich berechtigt sozusagen, sollten diese nicht auch enteignet und nur noch dem Gemeinwohl dienen und auch in die AOR überführt werden. Das finde ich auch noch eine spannende Geschichte. Also die habe ich auch, 3000 glaube ich, das müsste wie
nochmal richtig begründet werden, meine ich auch, ja. So. Also vielleicht, ich weiß immer noch nicht ganz, ob die Brechung der Marktmacht, wie Sie schreiben, und das Einfrieren einer Miethöhe auf leistbare Höhen das alleinig rechtfertigende Zweck eines Vergesellschaftungsvorhabens sein kann. Weil Artikel 15, also ja, wollte ja eigentlich mehr. Der große Wurf, naja, klar, der kommt nicht. Aber kann das wirklich gerechtfertigt sein? Den Aufwand zur Deckelung der Miete ist sozusagen ein Eingriff in den Mietmarkt, kann das ein Vergesellschaftungsgesetz rechtfertigen? Man bräuchte eigentlich, ich habe ja für die Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet in Kambodscha und in Afrika und da gab es immer, wir haben es nicht in Deutschland, eine bodenpolitische Grundsatzerklärung, wir nennen das Land Policy Declaration. Da hat die Regierung gesagt, der Prime Minister hat es unterzeichnet, wo wollen wir hin? Wie viel Privateigentum wollen wir zulassen? Landtitel, ist das sinnvoll? Welches Bewertungsverfahren? So, top-down, macht nichts. Hat mir gut, habe ich mitgearbeitet in Kambodscha. Hier fehlt in Deutschland eine bodenpolitische Grundsatzerklärung, die haben wir nicht. Sie müssten also begründen, ja, es geht um den Aufbau einer strategischen Grundstücksreserve, weil die Gebäude ja auch abgerissen werden irgendwann. Ich glaube, Sie versprechen eine Miethöhe, die ja niemals so gehalten werden kann. Und die Gebäude werden abgerissen und neu gebaut. Und dann steigt natürlich die Miete. Und dann steigt auch der Bodenwert. Ja, also wir rechnen in der neuen Immowert-V, die Gesamtnutzungsdauer geht immer weiter nach unten. Bei Geschosswohnungsbauten jetzt nur noch 70 Jahre. Wir rechnen mit 70 Jahren. Und wenn dann nichts Wesentliches modernisiert wird, dann ist das ein Liquidationsobjekt. Und dann katapultiert der Bodenwert in die Höhe. Da sagt die Begründung zum Beispiel, soweit ersichtlich, kein Wort dazu. Ne, der Bestand wird ja nicht die nächsten 200 Jahre, sondern es wird Mieterwechsel geben, es wird Neubauten geben, Abrissobjekte, natürlich Modernisierung, sonst mietet ja keiner mehr. Also es muss eine Idee, wie kann der Grundstücksbestand im öffentlichen Eigentum vermehrt werden, im Sinne von Hans Bernoulli oder so, ja, in dem Argument. Und was ist der Benefit, sagen wir mal jetzt mal, ja, das muss noch geklärt werden. Noch vielleicht eine kleine Sache, Stichwort, also Vattenfall, da tauchte das Wort bemakeltes Eigentum auf im Urteil und frustrierte Erwartungen. Also Unternehmen, die in Erwartung auf eine berechtigte Erwartung oder berechtigte Gewinnerwartung, Investition, die muss man entschädigen, Vertrauensschutz. Die nennt man, wie gesagt, frustrierte Erwartungen. Da ging es um die Frage, wie sind die zu entschädigen? Das war hochinteressant, das Vattenfall. Es gab zwei Verfahren. Da war auch die Frage, darf sich ein im Eigentum des schwedischen Staates stehendes Unternehmen überhaupt auf Artikel 14 berufen? Das war ja eine offene Frage. Ja, es war eine Vattenfall im Eigentum des schwedischen Staates, hier investiert in einem Gaststaat. Können die sich überhaupt auf Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 berufen? Da schwieg die Literatur. Wie Kirchhoff sagt, ambivalent. Und sie haben dann gesagt, ja, wir haben uns doch mehrheitlich dafür entschieden, es aus dem Europarecht anzulehnen. Und im Europarecht haben wir die Kapitalverkehrsfreiheiten, Dienstleistungsfreiheiten. So, und da gibt es den EGMR. Also wir müssen immer, sage ich auch meinen Studierenden im Baurecht, wir müssen immer die europarechtliche Ebene dazu denken. Und der EGMR ist tendenziell eigentümerfreundlich, her als das Bundesverfassungsgericht auch noch. Die haben ganz andere Kategorien. Es gibt so Charta, Eigentumscharta, die sprechen dann von Nutzungsbeschränkungen, die werden gesehen wie ausgleichspflichtige Inhalts- und Schrankenbestimmungen. Also alles nicht ganz einfach. Wir müssen eventuell immer die Ebene drüber gehen, dass ein Beschwerdeführer den EGMR anruft und der in dieser Frage der Vergesellschaftung entscheiden muss. Da gibt es Fälle über Baulandumlegung und so weiter, gibt es schöne Urteile des EGMR über Bauland- und Wohnungssachen. Und dann vielleicht auch noch, wir haben immer noch CETA. Wir haben immer noch die Investitionsschutzabkommen, die Deutschland mit anderen Staaten. Deutschland ist führend in dem Bereich der Investitionsschutzabkommen. Investitionsrecht ist sexy. Und da gibt es eben sowas wie Regulatory Taking, indirekte Enteignungen, die einer Inhalts- aber die immer ausgleichspflichtig sind. Auch da gibt es Urteile. Zwar sind die Schiedsgerichte, es wird nicht immer der Verkehrswert entschädigt, aber wir müssen diese Ebene drüber denken, dass ein Unternehmen ein schiedsgerichtliches Verfahren anstrengen kann, auf Basis eines Bilateral Investment Treaties, das die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel mit Schweden abgeschlossen hat. Da gibt es so Meistbegünstigungsklauseln. Und wie gesagt, ich glaube, das könnte noch Sprengstoff bieten. CETA ist zwar erstmal, was das Investitionsschutzkapitel, hat ja viele schon vergessen, ja, CETA und TTIP, ne? Jetzt ist ein Investitionsschutzabkommen der EU mit China erstmal auf Eis gelegt, wegen der chinesischen Behandlung der Uiguren, aber da gibt es ein
CETA war der Goldstandard eigentlich, ja. Wir haben gesagt, okay, Schiedsgerichte wollen wir nicht, wir nehmen anderes Gericht, aber doch gibt es diese materiellen Investitionsschutzstandards. Und da gibt es eben die Verletzung des Grundsatzes der gerechten und billigen Behandlung, Fair and Equitable Treatment, indirekte Enteignungen. Wir sehen also, dass diese Standards das nationale Regulierungsinteresse massiv untergraben, beeinträchtigen. Und vermutlich kommt es zu einem Schiedsgerichtsverfahren. Denn es geht ja hier um Kapitalunternehmen und die haben gute Anwälte und die wissen auch, also dem muss man schauen, gibt es ein Verfahren und hat dieses Bilateral Investment Treaty und hat dieser Treaty ein Investitionsschutzkapitel, was man aktivieren kann. Dann kann ein Schiedsgerichtsverfahren angestrengt werden. Und der Ausgang ist absolut offen, da wage ich keine Prognose. Also das ist vielleicht ein kleiner, was heißt kleiner, Wermutstropfen. Ich will Ihnen aber dann den schönen Abend nicht... Nee, wir lassen das müssen wir nur berücksichtigen. Wir leben nicht im luftleeren Raum. Deutschland ist Meister in Investitionsschutzabkommen und das wird uns irgendwann auf die Füße fallen. Und ich habe da schon vor ein paar Jahren oder auch da habilitiert dazu, finde ich hochspannend. Da drücken sich alle so ein bisschen rum. So. Nur. Ne. Dann vielen, vielen Dank. Ich schaue mal so ein bisschen in Richtung Helle Panke oder Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich nehme mal mit sozusagen internationale Kontexte. Juristische Kontexte in Europa oder in internationalen Verträgen ist vielleicht ein Thema, was auf uns zukommt. Ich nehme mit, ein Thema ist das, was unter dem Stichwort Sozialisierungsreife diskutiert wird. Da werden wir uns sicher noch mit noch besseren Argumenten ausrüsten müssen. Und eine dritte sozusagen spannende Fragestellung finde ich tatsächlich, dass wir den Begriff der Vergesellschaftung, den Zweck der Vergesellschaftung vielleicht auch nochmal ausführlicher definieren müssen und überlegen, ob nur leistbare Mieten, obwohl das in einer Stadt wie Berlin ein Riesenschritt wäre, wenn wir das hätten, und sagen, ob es da noch andere Dimensionen gibt, die mitgedacht werden müssen. Mir bleibt jetzt mich auch bei Ihnen und euch allen herzlich zu bedanken, dass ihr hier in diesen Liegestühlen ganz offensichtlich nicht eingeschlafen seid, obwohl es gar kein Kino hier im Hofkino gab. Ich bin mir sicher, dass die meisten, die jetzt hier sind, schon ziemlich genau wissen, was sie am Samstag um 13 Uhr machen. Da gibt es nämlich die große Mietendemo von der bundesweiten Kampagne Mietenstopp, wo es auch einen großen Deutsche Wohnen und Co. enteignen Block geben wird. 13 Uhr, Alexanderplatz, große Mietendemo. Aber wenn ich mich hier so umschaue, dann seid ihr wahrscheinlich die, die da seit Wochen für mobilisieren und schon ganz genau wissen, dass wir da mit richtig vielen da sein werden. Wichtig ist die Demonstration nicht nur, damit wir uns selbst bestätigen, sondern dass wir auch der ganzen Stadt zeigen, dass unsere mietenpolitischen Forderungen von vielen getragen werden. Denn wenn die mietenpolitischen, wohnungspolitischen Forderungen von vielen getragen werden und das auch überzeugend sichtbar wird, dann ist die Chance sehr groß, dass wir am 26. September auch genügend Stimmen, Kreuze, wie auch immer, in dem Volksentscheid zusammenbekommen. Und das nämlich ist die Voraussetzung dafür, dass nicht wir sind, die hinterher mit frustrierten Erwartungen sitzen bleiben, sondern dass das Thema der frustrierten Erwartungen dann bei den Beteiligten oder Betroffenen diskutiert werden muss. Und darauf freue ich mich schon jetzt.